Team Alfa Romeo. Der Spaß steht im Vordergrund, im Mittelfeld mitzufahren, der Konstrukteurswertung und dass der ein oder andere um die Top 3 mitkämpfen kann. Wir möchten auf jeden Fall Spaß beim Fahren haben. Wir wollen uns gegenseitig unterstützen. Wir wollen in der Team-WM mindestens irgendwie unter den Top 3 landen und auch mindestens einen Aufsteiger stellen. Aston Martin was forged on the track and we are still here at the pinnacle of motor racing 110 years later. It marks a real beginning of a new chapter in our story. There's new energy. You know, it really seems like the pieces are starting to fall into place. We have left no stone unturned. I'm super motivated. This is probably the biggest project of my life. Supporting each other and trying to improve every day. It's a very exciting time in the team, working so hard every day. It's just the grinding that the team needs to move forward. We've created a collaboration that spans the factory floor to the checkered flag. With the advancements in tech, new personnel, and then of course with the new factory. Where that's going to take us in the future is really exciting. A striking car with a striking colour. Ciao ragazzi, hier ist Team Ferrari. Wir haben den Weltmeister aus Liga 1 mit Mauro. Der möchte unbedingt wieder in die Top 3 der Teamwertung und wir wollen viele, viele rote Podien.
Ja, Season 14 und für mich sind wir ganz klar einer der Favoritenteams. In Liga 1 super gut aufgestellt, in Liga 2 super gut aufgestellt und auch in Liga 3 grandios aufgestellt. Ich denke, wir werden einige Punkte einfahren können und ich drücke den Jungs ganz fest die Daumen. Unser Ziel ist es diese Saison, dass wir mit allen 6 Autos regelmäßig in den Top 10 mitmischen, P5 in der Team-WM holen und als Team insgesamt ein Podium erreichen. Wir vom Team Red Bull gehen sehr optimistisch in die neue Saison und hoffen mit unseren ambitionierten Fahrern sowohl in den jeweiligen Ligen als aber auch in der Teamgesamtwertung um den Sieg kämpfen zu können. Unser Teamziel ist, unter die 3 Besten zu bekommen.
Die Ziele für die nächste Saison sind ganz klar. In Liga 1 wollen wir um den Titel mitfahren, in Liga 2 geht es darum, die Liga zu halten und in Liga 3 haben wir ein junges Team, die sollen erstmal Erfahrung sammeln. Also ich als Teamchef würde mir wünschen, dass wir dieses Jahr vor schweren Unfällen und Verletzungen verschont bleiben und alle gesund durch die Saison kommen. Ja, wir wünschen uns viel Spaß auf und neben der Strecke und dem Kollektiv ein gutes Gespür dafür, bis wann es noch ein guter Zweikampf ist und ab wo es zum Kontaktsport vorkommt.
Einen wunderschönen guten Abend und willkommen zur Season 14. Saison 14 beginnt, Liga 3. Neben mir ist der gute Ingo. Schönen guten Abend. Ja, Mike, schönen guten Abend. Schönen guten Abend alle Zuschauer da draußen. Ja, neue Liga. Mike, ich freue mich, mit dir einsteigen zu dürfen in Liga 3 heute. Und wenn ich mir so umschaue im neuen Studio, ich glaube, allen fällt es auch auf, hat hier Tine Wittler gute Arbeit geleistet, oder? Das sieht ja da großartig aus. Ja, also da haben wir uns nicht lumpen lassen, haben aber auch ein bisschen Geld nochmal beiseite gelegt für einen schönen Trailer. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ja, wir freuen uns auf eine Saison 13. 14, ja, sorry. Genau, 14. Aber ich finde das jetzt auch richtig spannend, weil Saisonauftakt wie letzte Saison auch, wir haben gleich auch Liga 3 Saisonauftakt gemacht zusammen, ne? Und das ist spannend, es geht bald nur los. Das sind neue Karten, neue Fahrer, Absteiger dabei. Ja, können die Leute das neue Spiel vor allem, was ich neue Saison ist auch ein neues Spiel, ne? Und da ist zu beobachten, wie kommen die Leute damit zurecht. Man kann jetzt gar keine Tendenzen mehr haben. Es mischt sich alles neu. Aber wir haben auch nicht viel Zeit, nur noch 4 Minuten. Mike, wir hatten ja drüber gesprochen, vielleicht gucken wir uns mal kurz an, was die Leute so in der Umfrage vorher, ich glaube, es ist ja initiiert worden von La Volte und von Pocke, ne? Die Umfrage für die Liga 3, also für alle, aber jetzt auch für die Liga 3. Wer ist hier der Favorit für die Meisterschaft? Wer ist Aufstiegsfavorit? Genau. Vielleicht können wir uns das nochmal kurz angucken, weil da können wir eine Tendenz vielleicht raussehen und dann auf das Rennen später drauflegen. Alles klar, machen wir doch. Ich blende erstmal Weltmeister Liga 3 ein. Es durften übrigens alle Stamm- und Ersatzfahrer bei uns in der LO abstimmen. Und da haben wir eigentlich einen recht klaren Favoriten mit Madeon. Mit 15. Wer hast du gestimmt? Ich habe als Weltmeister, lass mich überlegen, ich glaube sogar Los Baselos. Ich meine, Los Baselos hätte ich getippt. Ja, also ich sag, ich habe Madeon getippt. Mhm. Madeon habe ich getippt und ich glaube, aber ich habe geschwankt zwischen Madeon und Smarky. Weil letzte Saison, klar, ist ein anderes Spiel noch gewesen, aber die haben ja am Ende richtig aufgedreht, ne? Also die waren stark. Madeon hat, glaube ich, so im letzten Rennen 2 gewonnen, also nicht das letzte, hat Basti, glaube ich, gewonnen, ne? Aber der ist ja oben mitgefahren. Smarky hat im letzten Rennen Pech gehabt und es wäre damit aufgestiegen, also auch für mich eine schwere Entscheidung gewesen, aber klar, wir, Matti ist auch stark, also wir haben viele starke Fahrer in Liga 3. Aber Madeon war mein erster Tipp. Und zweiter Tipp, wenn es gingen würde, wäre es Maki. Ja, dann gehen wir doch direkt zu den Konstrukteurs-Tipps. Da gibt es auch wiederum eine sehr klare Tendenz zu Ferrari. Madeon fährt auch für Ferrari, deswegen passt das ja dann, glaube ich, ne? Ich meine, er ist Ferrari-Fahrer jetzt. Na, er knüpft sich oft daran, ja. Ja, genau. Habe ich bei einer Abfrage auch gemacht, glaube ich. Ja, ich glaube, da war ich auch bei Ferrari dran, weil die haben unter allen drei Ligen ein recht starkes Team. Wobei ich auch die beiden Jungs von Mercedes nicht unterschätzen möchte, Onno und Piet, die, wenn sie weiter so konstant sich steigern, können die auch gut Punkte einfahren. Ich glaube, Onno war letzte Saison noch stark geworden zum Schluss, ne? Hat er nicht so auch mal ein Rennen? Nee, gewonnen nicht, aber zweiter oder dritter ist er geworden. Ja, zweimal, ne? Podium hintereinander, glaube ich, war das. Zweimal dritter oder so. Deswegen. Ja, deswegen die leichte Stimmung auch hier mit sechs Stimmen, ne? Dass sie auch sogar für die Konstrukteursmeisterschaft gewählt wurden. Und eine für Haas, das freut mich natürlich. Da würden Arktisch Pumpe und Scuderia hoffentlich mit. Ihr sitzt heute im Cockpit, macht was. Mein Team. Ja. Last but not least gehen wir mal zu den Aufsteigern. Das ist ja eigentlich eine der interessantesten Kategorien meiner Meinung nach. Gut, damit ist klar, dass Madeon auch natürlich da der Top-Favorit ist, da die meisten natürlich ihn auch als Meister gestimmt haben. Aber dahinter wird es halt auch wieder interessant. Da haben wir recht nahe beieinander Los Baselos, Lutterberg, Trolle und Matti. Und danach kommt erstmal so ein kleiner Abstand. Das nimmt sich fast nicht viel, ne? Madeon oder klarer Favorit. Also der Junge hat Druck heute, ne? Der ja, muss nicht der hat richtig vorne. Der weiß das, was los ist. Er muss jetzt seinen Anspruch gerecht werden, aber dahinter echt knapp. Trollo, glaube ich, überall auch, war nicht auch Platz 2 gerade bei Weltmeister, bei Meisterschaftsprognose? Ja, 2 oder 3. Nee, auf jeden Fall doch weit vorne, meine ich. Ja. Richtig. Und Smarky, wie vermutet, auch weit vorne auf Platz 4, kannst du sehen. Ja gut, der hat letzte Saison ja noch um den Aufstieg gekämpft, deswegen eigentlich dann nicht überraschend, dass er jetzt einer der Mitfavoriten zumindest ist, ne? 3 Tippen auf Arktisch Pumpe finde ich auch sehr gut. Ja, alle die Namen, die vorhin stehen, kämpfen aus der letzten Saison, dass sie vorne mit dabei gefahren sind.
wird auf jeden Fall eine spannende Nummer. Wir können mal, bevor es jetzt richtig losgeht hier, ich sehe, der Erste hat jetzt auf bereit gedrückt, vielleicht auch mal in den Chat losgehen. Ja, jetzt sagen schon, mein Kopf ist viel zu groß. Ja, ist mir auch aufgefallen. Ich habe aber nichts gesagt. Ich sitze auch viel in der Kamera dran hier vorne. Du sitzt ja 3 Meter weit hinter mir. Aber ja, im Verhältnis, ja, ne? Könnte ich vielleicht ein bisschen kleiner. Dann ist dein Körper aber verhältnismäßig auch kleiner, ne? Also irgendwie ist der Kopf vielleicht auch einfach ein bisschen zu groß auf deinem Körper. Vielleicht sollte ich mal zum Arzt gehen, wie Kräutertees gerade schon gesagt hat. Ich lasse das mal zum nächsten Stream korrigieren und dann sehe ich auch wieder gut aus. Oder ich mache meinen Schädel ein bisschen größer und dann haben wir es wieder passend. Dann sehen wir beide aus wie Astronauten. So, was ist jetzt los hier? Shit. Achso. Oh, läuft. Ja, ich hoffe, ein paar sind ja dabei. Was sind eure Tipps? Geht ihr den Prognosen nach? Geht ihr mit den Absteigern? Gebt ihr da einen Tipp? Was ist eure Meinung? Wer fährt heute das Ding zum ersten Mal ins Ziel? Bin ich mal gespannt. Jetzt haben natürlich die Leute ein bisschen durch Mario und so vielleicht gegleitet, ne, mit den Umfragen. Aber na, vielleicht haben andere Leute andere Tipps. Haut gern was raus. Wir gucken uns das ja gerne mal an und verfolgen das. Mit euch gemeinsam. Los geht's. Hast du umgeschaltet? Ja, natürlich. So, für alle, die es jetzt in der kurzen Zeit, die wir jetzt Saisonpause hatten, vergessen haben, Liga 3, kurzes Quali, heißt eine Quali-Session und danach gehen wir direkt ins Rennen und mit direkt meine ich auch wirklich direkt, weil aufgrund des Bugs wird die Einführungsrunde nicht gefahren. Also nicht zu lange pinkeln und so weiter und so fort. Es wird recht zügig weitergehen. Übrigens, hast du gesehen, mich haben sie gewotet in Liga 1, dass ich der Top-Absteiger werde. Echt? Ja, es reizt natürlich, ne? Das überrascht mich jetzt gar nicht. Eine schlechte Saison und dann denken sie direkt, ich bin der Top-Absteiger hier. Also. Ja, wer war mitten? Achso, nee, wer Top-Absteiger? Doch, gibt nur noch eine, ne? Gibt es noch eine Wahl, glaube ich, ne? Ja, du, ja, ich weiß gar nicht, wie die Wahl war. Wer war ein zweiter Platz hinter dir, weißt du das? Weiß ich jetzt gerade aus dem Kopf nicht. Hat mich ehrlich gesagt nicht interessiert, wer da noch dabei war. Ja, gucken, Daniel, gestern ein starkes Rennen geliefert. Der wickelt sich jetzt zum Geheimfavoriten. Wer zuhört. Hat er gestern ein starkes Rennen geliefert. Stand auch, glaube ich, in der Aufstiegsliste stand er mit drauf. 6. 7. Platz, glaube ich. Aber als Weltmeister hat ihn keiner groß vorne gewählt. Aber mal schauen. Ja, das wird heute halt auch, in dem Spiel wird es interessant werden, was auch die Strategie angeht. Ne? Also es gibt nicht mehr nur die eine Strategie, so von wegen fahre ich entweder am Anfang gelb und dann weiß oder weiß und dann gelb, sondern man kann halt auch mal weiß-rot fahren, also oder rot-weiß oder rot-gelb. Also je nach Strecke, je nach Fahrstil ist das halt möglich. Und deswegen macht das Spiel mir jetzt schon mehr Spaß. Ne? Dietmar? Dietmar könnte mit rot-rot fahren. Einmal rot, ohne Tausch. Mhm. Ja. Und wir gucken mal, die ersten haben die Leute schon was reingeschrieben. Also der arktische Pumpe, der sagt, der Dietmar überrascht. Ja, mit was überrascht er, frage ich da. Überrascht er mit seiner Reifenstrategie, überrascht er mit einem Podium? Aber da gehe ich mal davon aus, dass er heute gut vorne mitfahren wird. Ich glaube, er ist auch letztes Jahr immer gut nach vorne gefahren, hat sich halb Jahr vorne geschlichen. Dann gibt es hier, arktische Pumpe, auch einen richtigen Tipp geben, mal, Matti und Dietmar auf Platz 3 hat er getippt. Okay. So, dann haben wir noch den Javo, der Trip Trollo als erstes, Kalle 2, Schukum auf 3. Ja, schön auf jeden Fall, dass hier viel reingeschrieben wurde. Da bedanken wir uns auch sehr, dass wir so viel positives Feedback bekommen haben zum Trailer. Hat auch echt viel Arbeit gekostet. So, und währenddessen los ist der Erste, der die schnelle Runde antritt hier. Wir sind live auf ihn drauf. So. Ich verbringe wie immer die ersten 5 Minuten damit, mich mit der Steuerung der Zuschauermenüs hier zu. Ja, sie haben auch wieder nichts verändert. Es ist alles genauso geblieben. Hier sind Rechtschreibfehler drin, sehe ich im Menü. Und los ist ungültig. Dann gehen wir mal ein paar Text. Aim Devil. Ne, ein paar Text müsste der nächste sein. So. Gehen wir jetzt mal zu meinen Teamkollegen. Der sich auch ungültig fährt. Was macht man denn hier? Lutherberg, Williams. Da sind auch der Ingo und ich der gleichen Meinung, hatte eigentlich so die beste Präsentation im Trailer. Das. Williams, Williams war großartig. Richtig. Hat mir meistens Spaß gemacht.
Lutherberg hat es jetzt schon mal geschafft, im Sektor 2 zu sein, ohne sich ungültig zu fahren. Da war er schon mal besser als der ein oder andere. Ist Lutherberg eigentlich jetzt der Erste herausgekommen, der jetzt ins Ziel kommt? Ich habe mich drauf geachtet. Ich gesagt, ich war noch unterwegs, aber da kommt ein... Oh Gott, die Fahrt so klein geworden hier, oder? Das war, glaube ich, mal größer. Ich bleib einfach mal auf Lutherberg drauf. Ich kann sein, dass der Rest davor, glaube ich, ihn auch Profit steht an der Wand, hat, glaube ich, seinen Näschen verloren. Ja. Oh, jetzt muss er hier wenden. Hoffentlich wird er nicht disqualifiziert. Ah, er macht das vorsichtig. Das scheint zu funktionieren. Da kommt ein roter. So. Lutherberg ist in den letzten zwei Kurven. Ja, Patek, der kommt jetzt über Startziel. Hat ja, auch eine Zeit war gesetzt. Ungültig. Der war ungültig. Achso, Entschuldigung, okay. Ja, der Lutherberg ist der erst jetzt. Der kommt jetzt gerade über Startziel. Und fängt an mit der 1:30, 1:30, 7. Das ist doch schon mal sehr stark. Also, das habe ich gestern nicht geschafft. Das ist ein Auftakt hier. Also, das damit ist ein sehr guter Auftakt. Ich wollte schon 1:31 sagen. Und die anderen gleich 7/10 hinten dran. Mhm. Die Ferraris kamen gleichzeitig, weil sie über Madion und Tüttel. Ey, auch Karamba, fast zeitgleich. Ey. Ja, das hat mich jetzt überrascht. So, wen haben wir jetzt? Ein hellblauer kommt. Da kommt Autolos, ist es nicht. Dann ist es AIM Devil. Der setzt eine Zeit. 2-2, das war wahrscheinlich. Da kommt. Aufwärmrunde. Red Bull kommt da angeflogen, der Brain Hunter. Schauen wir mal, wo da die Zeit stehen bleibt. Ich schau mal, da hinten, wer da jetzt kommt. Da kommt, glaube ich. 1:33.052. Metti ist es nicht. Ich muss 1:34.1. Wo ist denn der zweite? Ah, ich finde die so schnell nicht. Gott, die Farben sind doch kleiner geworden, oder? Ne, das Problem sind die Logos, meiner Meinung nach. Die Logos, die machen das schwieriger, das Auswählen. Eindeutig. Benny Akira 1:31.978 gerade reingefahren. Profit 2:2. So, und dahinter kommt Patex als nächstes wieder. Der war ja eben ungültig. Da kommt Ferrari. Nee, doch, vielleicht der andere Patex. Patex kommt jetzt. Ja, das ist aber kein Ferrari. Das ist Ferrari Motor. Fährt jetzt über die Startziel und. Ja, keine gute Zeit wird das. 1:33. P5, aber dennoch. So, da kommt doch ein. Smarky ist angeflogen. Ja, ein Smarky kommt angeflogen. Alter Liga-Kollege. Zwei hintereinander. Da sieht die Zeit aber auch ganz gut aus. Tüttel hat auch wahrscheinlich Probleme. 31,9. Ziemlich identisch B10 wird das hier. Zu Benny Akira. Boah, das war fast unfassbar. Nach Stadtziel sogar. So, gehen wir mal zu unserem Ligaleiter hier. Der hier groß angekündigt hat, dass er aufsteigen wird in Liga 2. Ja, also der hat sich hier was vorgenommen, dann müssen wir jetzt auch mindestens eine niedrige 1:31er sehen, oder? Ich bin jetzt bei Profit drauf. Der kommt jetzt nicht sonst an. Im Alpha Saufi. Da fahren hintereinander die beiden. Ah, für Pool wird es nicht reichen. Ja, siebter. Ah, ist schon mal nicht verkehrt. Und Matti zeigt hinter eine 1:31.442 auf P3. Er muss noch was kommen, wenn er aufsteigen unbedingt will. Aber er hat ja noch genug Zeit. Aber Lutherberg außerdem ist immer noch eine halbe Sekunde, ne? Eine halbe Sekunde schneller. Das ist mir schon aufgefallen, dass der Junge gute Pace hat im Testrennen. Da habe ich mir auch schon gedacht, so, mal gucken, wie der die Liga 3 verbringen wird. Ich glaube, den hatte ich auf jeden Fall auch als Aufsteiger drin gehabt. Auch wenn er sich selbst nicht so als starken Fahrer sieht, weil er die Konstanten nicht hat. Jetzt Marki bricht gerade ab, der kam gerade nochmal um die Ecke. Da kommt aber jetzt dann der Trollo. Ja. Outlap. Bin beim Losbasel los. Der ist definitiv auf der Schnellen unterwegs. Der hat noch keine Zeit gesetzt. Bleiben wir bei den Williams-Piloten mal ein bisschen drauf. Ja, bei Tüttel, der kommt gerade nochmal. Auch eine schlechte Runde gewesen. Major, er wird auch nicht reichen für eine Pole. Oder? Ey. Aber Platz 2. Starke Leistung. Mein persönlicher Tipp für heute. Ja, auf jeden Fall. Gute Zeit. Kratzt an der 1:30.
So, los, Basel, los, jetzt letzte Kurve, gut erwischt. Schauen wir mal, wo da die Uhr stehen bleibt. Ich denke mal, eine 1,31 tief wird es. Ah, sehr tief, 1,31,063. Beide Williams aktuell 1 und 2. Nicht schlecht. Das war ein Zeichen. Los, Basel, los, kommt seiner Favoritenrolle zurecht. Wir haben aktuell nur Oder Tüdel. Wir haben McLaren, glaube ich, übersehen. Die kommen jetzt. Hier, Chukum. Aber das Outlap. Ja, Tüdel ist der einzige, glaube ich. Dann Kalle auch Outlap. Davor kommt ein Heller. Das ist Lescosa. Auch Outlap. Dann kommt ein dunkelblauer. Das ist Trollo. Ja, die fahren jetzt, glaube ich, gerade auf die Schnelle. Tüdel hat Trollo hatte Zeit. Trollo hat Zeit gesetzt. Und aber da vorne, jawohl. Oh, 1,30,0. Sehr gut. Das ist. Er fährt schon auch später, muss man sagen. Ne? Die anderen können auch mal gerade Lutherberg. Der macht gerade jetzt die Big Box, glaube ich, auf. Das. 1,30,1. Das ist eine super starke Zeit, ey. Ich meine, das habe ich gestern nicht geschafft. Das waren gestern die Pool. Ich glaube, im dritten Coup war sie knapp unter 1,30. Der Trollo, der hatte da auch letzte Saison. Ich glaube, ab dem Zeitpunkt, wo die Traktionskontrolle die neue Regel reinkam. Dass die auf Medium gesetzt wurde, kam man mit dem F1-22 einfach gar nicht mehr zurecht und hatte dementsprechend keine Pace und hatte sehr viele DNFs und keinen Bock mehr und so weiter und so fort. Jetzt in 23 ist das natürlich mit der Traktionskontrolle etwas besser geworden. Das Auto lässt sich allgemein besser fahren und zack, kommt da die Pace plötzlich wieder von einem, der vor zwei Saisons noch Liga 1-Fahrer war. Das könnte halt auch interessant werden, ne? Ja, das ist nur das neue Spiel, das mischt auch die Zeit einmal komplett durch, finde ich. Und auch wenn wir vorher diese Zeiten eingereicht haben, aber das sieht man ja gestern, wie das Feld war. Es war total eng beieinander. Das war aber super. Die Zeiten, die Zeiten heute von Liga 3 sind teilweise besser als die von Liga 1, von Liga 2 gestern. Also das ist in Summe, glaube ich, das Spiel macht das wieder richtig spannend und richtig eng, weil die Traktion auch viel besser geworden ist wieder. Ja, Schukum hat übrigens wieder andere. Sorry. Chukum hat übrigens eine Runde abgebrochen und Kalle fährt gerade ins Ziel. Eine Autolos hat in der Zeit eine Zeit gesetzt. Hatte sich eben kurz vor sich, glaube ich, auf P10 oder 11 gesetzt. Rutscht jetzt vielleicht gerade wieder zurück auf Platz 12. Das war gerade seine erste Runde. Hatte vorher noch gar keine Zeit. Ja, Brain Hunter ist gerade auf der Schnellen unterwegs. Ah, der Dunkelblau, der das Ziel schießen will. Das genau, ist Brain Hunter kommt. Richtig. Ah, jetzt hätte leider nicht gut, aber könnte sich verbessern. Ja, aber verbessert sich auch 1,32. Knappe Sekunde. Auf Platz 12. Ah, Schukum ist der Einzige ohne Zeit. Da muss was kommen jetzt. Sechseinhalb Minuten knapp. Lutherberg ist draußen. 37. So, Aim Devil ist auf einer Schnellen. Kann man ja mal drauf gucken. Und Lutherberg ist auch auf einer Schnellen. Ja, bei Lutherberg finde ich mal interessant, ob er nochmal einen starken Konter geben kann gegen Trollo. Oh, zwei Zettel jetzt schon im ersten Sektor gewonnen. Ende erster Sektor, Anfang zweiter Sektor, dieser Übergang da, diese Kurven da, ne? Da kann so viel Zeit verlieren. Wir fahren mal die Schikane onboard mit. Schauen wir mal, wie er die trifft. Er hätte ein bisschen enger nehmen können. Aber sah nicht verkehrt aus. Stabil. Und hier darf man nicht zu weit links kommen. Nochmal so als Info zu den ein oder anderen Fahrern. Nicht auf dem blauen Streifen. Der bremst runter, ne? Der bremst sich arg runter. Das ist kein Bug, das ist der blaue Streifen. Klebefarbe. Rutschfester Boden. Bei mir ist das auch aufgefallen, so im Zeitfahren, und ich dachte mir so, warum verliere ich auf einmal so viel Zeit? Ja, ja. Aber auch nur da, glaube ich, ne? Ja, weil du da halt die Breite ausnutzen möchtest, ne? Du bist halt weit links. Ja, aber verstehe ich nicht, warum das so ist. Muss so ein Bug sein, oder? Nö. Ist doch. Es gibt so Streifen, die dich ausbremsen. Lucci 1,30,5, knapp 2 Zehntel nur. Nicht viel verbessern können, Platz 2 bleibt dabei. Ein Devil 1,30,9 übrigens. Direkt dahinter gesetzt. So, was haben wir da jetzt noch? Anfliegen. Madeon ist jetzt auf der Schnellen.
Matti ist gerade durch. 1:31.442 auf Platz 7. So, jetzt los, Basis, los, kommen wir jetzt auch. Alles Outlap, Entschuldigung. Dann hin hat ein Roter angefahren. Tüdel, das ist Tüdel. Noch 4 Minuten und 20 Sekunden auf der Uhr. So langsam kommen wir auch in die Primetime. Hier, allgemein in Liga 3, fällt mir das häufig auf, dass das sich mehr verteilt über die Zeit. Oh, das war eine gute Runde von Tüdel. Zwar nicht ja, Pole, aber er wird sich verbessern. Oh, 16. Auf der Ritter. Dritter ja, Platz das stark. Das würde mich sehr wirklich interessieren, was gestern die Zeiten waren. 1:30 warst du, glaube ich, im Q3. Oder? Ich war nicht im Q3. 1:30, ich glaube, du brauchtest nur 1:30.5, glaube ich, für Q3. Achso, braucht man, um reinzukommen, das weiß ich nicht mehr. Ich weiß nur, dass Platz 1 im dritten Q, glaube ich, 1:29, irgendwas hintere 1:29 war. Ja, fahren auf jeden Fall, die vorderen Jungs fahren schon echt gute Zeiten. Oder ballert ein Hellblauer in die Wand, in die Box, meine ich. Dann kommt Mario als nächster. Bin ich schon drauf. Bei der Scuderia Ferrari. Ja, sieht auch gut aus. Der Kurve raus, ich habe ja, 2 Sekunden schneller als Tüdel gerade. Das wird eine gute Zeit. Das wird sicher eine gute Zeit. Oh, 1:30, ja, 0:19. Das ist stark. Kratzt ganz, ganz nass. Hollo kann doch mal rausfahren, wird er bestimmt auch tun. Basel, sind wir mal drauf, der ist auf der schnellen, gerade auf der Startziel. Da sollte jetzt auch nur 1:30 drin sein. 1:30, 7, 4, 1, 3, oh, 10 wir haben jetzt, da kommt ein Alpine. Wen aber, das muss doch dann autolos sein, oder? Ja, jawohl. Jetzt keinen auf der Outlap. Genau, keinen auf der schnellen. Jetzt gerade haben wir die Ruhe vor dem Sturm. Tüdel fährt rein, los, Basel, los. Los, Basel, los, ist aber schnell. Nee, der ist wobei, auch in Lap. Nee. Wir haben keinen aber auf der schnellen. Aber hatte gerade -3 Zehntel im ersten Sektor. Ja, das ist eine falsche Anzeige. Das war, ja, ich wollte gerade sagen, ich bin draufgegangen, ich habe -3 Zehntel, aber der Sektor war gar nicht vorbei. Ja. Wir haben einen auf der schnellen. Oh, mal. Autolos-Skandal. Mario. Nee, Mario ist gerade. Ach, ja, der fährt rein, genau. Autolos ist gerade rausgefahren, ja. Nee, der fährt seine Outlap gerade. Ja, gerade in die Hotlap gefahren. Genau. Der ist der Erste, der jetzt auf den letzten Schuss. Outlap sind hier einige. Reinkommen wird. Danach müsste. Ne, Kalle ist es nicht, dann ist es Schuko wahrscheinlich. Smarty. Ja, der fährt jetzt auf Hotlap. Smarty müsste es sein. Nee, Schuko ist jetzt auf der Startziel gerade. Ja, genau, da stimmt. Ja, aber Smarty ist weiter vorne. Der fährt jetzt auf Hotlap, er muss eine Zeit setzen, hätte nämlich noch gar keiner. So, 2 Zehntel hat Autolos-Skandal gefunden, bis jetzt. Wenn er noch so nochmal 2 Zehntel ungefähr findet, könnte er 4 Plätze gut machen nach aktuellem Stand. Ich guck mal, Start Sektor 1, 22:05. Kann man sich hier andere Sektorzeiten im Ganzen zeigen lassen? Nee, ne? Nein. So, schauen wir mal, wo Autolos-Skandal stehen bleiben wird. Die Zeit. Ob es eine 1:31 wird? Ich hoffe es für ihn. 1:31.827. P10 aktuell. Gehen wir direkt zu Smarky. Oder ist Chukum mehr? Ja, der ist dahinter. Chukum. Ja, Smarky ist der Nächste. Danach gehen wir definitiv zu Chukum. Der hat nämlich noch keine Zeit. Ja, bei Chukum bin ich jetzt da, oder? Der hat eine gute Runde bisher. Sieht zumindest so aus. Ah, hier ein bisschen zu eng gefahren, aber... geht noch. Sonst sah es sauber aus. Das ist auf jeden Fall noch gültig. Das ist wichtig. Weil bisher, wie gesagt, noch keine Zeit drin steht. Ah, das Smarky wird, verbessert sich mal. Etwas über eine 1:30 würde das hier werden, glaube ich. Oh, doch nicht. Oh Gott, habe ich mich schlecht verguckt. 1:31.477. P9. Habe ich ja schlecht geschätzt. So, was kommt denn dahinter? Ungültig. Da kommt ein Ferrari. So, genau. Bist du drauf bei. Ja, der ist jetzt der Outlap. Dann kommt dahinter ein Haas. Scuderia. Dein Teamkollege, der fährt aber in die Box. Dann haben wir Aim, der will auf PO, auf PL17 haben wir ihn heute mal. Der fährt dann in die Box. Das ist autolos. Patex ist der Nächste. Autolos fährt auch in die Box. Patex ist der Nächste.
Vettel ist auf die Startziel. Ich gucke mir den zweiten McLaren, also müsste Kalle sein. Da muss auch noch was kommen von ihm. 1,318, Platz 11. Und dann dahinter müsste Kalle sein, wie du schon gesagt hast. Ja, oder die ist ungültig. Da hat er abgekürzt leider. Dann kommt da noch ein Red Bull. Die dürfen nicht 10. Runde. Sorry, dass ich so schnell durchswitche, aber das ist Quali Liga 3 immer ein bisschen schwierig. Hätte sich sogar verbessert auf Platz. Was hat er denn gefahren? 1,31. Ach, jetzt wird weg die Zeit. 1,31,6 übrigens währenddessen. Kalle hätte sich eben in der guten letzten Kurve oder vorletzten Kurve auf P6 sogar vielleicht sogar den Platz 5 verbessern können. Also so, Alfa Romeo Pilot Benny Akira kommt gerade noch angeflogen. Der ist aktuell auf P15, da ist er bestimmt nicht mit zufrieden. Schauen wir mal, wo es ihn schreckt. Sieht eigentlich gar nicht so schlecht aus. Ich glaube, wir sind durch. Boah, Brüchen P5, fährt rein. P5, 1,30, 8,53. Stark. Damit sind wir durch, ja. Alle drin, genau. Hätte abgebrochen gerade. Und damit, ja, guck mal, Mario auf Platz 1. Genau, Favoritenrolle gerecht geworden. Genau, Trollo war auch Favorit mit, ne? Lutherberg ebenso. Haben erstmal die Favoriten auch oben stehen, aber ja doch, die ersten zwei setzen sich mit einer halben Sekunde noch ein bisschen ab. Dann dahinter ist es etwas enger geworden mit Lutherberg und los, bald los. Williams bleibt ein Team, fährt oben zusammen weiter. Und dann dahinter haben wir Ben Akira mit einer 1,38, auch nur ein Zehntel langsamer. Dann wir ein Zehntel ist Tüttel, auch finde ich eine Überraschung, dass das nicht negativ gemeint, dass er so weit oben dabei ist. Finde ich eine starke Leistung. Fast zeitgleich, gut, 500 haben wir dann I Am Devil auf Platz 7 und dann ist es schon Spaß. Aber wir sehen was nochmal. Kannst gerne weitermachen. Devil auf Platz 7. Ja, ich hab's gerade nur schwarz gesehen, ich konnte gerade nicht folgen. So, IM auf Platz 7, dann hinter gefolgt nochmal Kalle auf 8, dann kommt Mettbrötchen auf 9, Chukum auf 10, Profit auf 11, Brainhunter auf 12, Patex 13, Smarky, ein bisschen enttäuschend finde ich, hätte schon sich auch besser gedacht, auf 14, Autolos auf 15, Lescosa auf 16, Scuderia auf 17, bitte? Lescora. Lescora. Genau, okay. Und Scuderia fährt das Feld im Rombersfeld von hinten auf heute wieder. Arktisch Pumpe meint, wir können eine Überraschung erleben von ihm, dann hoffe ich mal, dass das die Überraschung ist. Dass er viele Plätze gut macht. Aber auch mit 3,5 Sekunden hinter dem ersten schon sehr weit. Ne? Hm. Und eine Sekunde hinter dem Platz, hinter Lescora ist auch schon mal viel. Ne? Da wird die Lücke groß sein. Die letzten 2-3 mit fast bis 2, sogar bis Scuderia mit 4 Sekunden hinter dem ersten ist dann schon ein Zeichen, ne? Da muss noch ein bisschen was kommen von den Jungs oder auch Mädels, ne, in dem Fall. Richtig. So, zwei Bitten habe ich. Bitte Nummer 1, einmal im Chat schreiben, wen ihr als Rennsieger hier und auf P2, auf P3 seht. Und Nummer 2, bitte bleibt dran, wir haben noch eine Kleinigkeit. Und zwar haben wir noch eine Streckenvorstellung hier, die wir euch zeigen wollten, weil Frankreich ja zu kurz gekommen ist in den letzten Saisons. Und wollen wir euch nochmal zeigen.
hoffe, ihr hattet euren Spaß und habt nicht die Zeit jetzt, um pinkeln zu gehen. Jetzt könntet ihr es machen. Genau, jetzt könnt ihr wieder gehen. Genau. Ja, jetzt dürfen alle in absoluter Frankreich-Stimmung sein. Also 21 Uhr ist Rennstart. Also wir haben noch sogar noch 2 Minuten ungefähr. Ja, top. Hast du eigentlich irgendwo, ich habe gerade mal im Race Live geguckt, aber also sieht ja sonnig aus. Aber bleibt es so? Hat jemand Wetterbericht mal irgendwie gesehen von euch? Oder hast du einen gesehen? Frage, ich habe jetzt keinen bekommen. Also wir können ja mal im Chat fragen. Wir haben doch mit Sicherheit, genau. Sporty oder so. Der ist jetzt gerade wahrscheinlich im Stewart-Modus, wollte ich gerade schon sagen, im Renningenieur-Modus und weiß, wie das Wetter wird. Ja, ich bin schon leicht enttäuscht, dass er sich von selber schreibt, unsere Informationsquelle aus der Liga 3, auch wenn er nie gefahren ist bisher. Also, wer ich es kenne, aber die Information kam immer relativ. Oh, trocken schreibt er schon. Perfekt. Mhm. Sporty, danke. Dich ist doch Verlass. Gut, ja. Bleibt trocken, sehr schön. War gestern auch trocken, ne? Bei uns komplett, habe ich auch sehr gefreut. Frankreich, Regen, wenn du hier so. Kurven sind so schon schwer zu erkennen, teilweise gerade auf Chassis, die Linkskurve, wenn du vorher den hast, ne? Was ist jetzt los? Wie, was ist los? Hörst du mich noch? Ja, ich höre dich. Ach, hier mein Controller, die Verbindung verloren. Okay, ich mach mal weiter. Wir gehen mal gerade auf den Chat so ein bisschen ein. Wir haben hier zwei Tipps bekommen. Das waren leider nicht viel. Und zwar Fussel sagt Trollo auf 1, Madion 2 und Lutherberg auf 3. So. Bin wieder drin. Und sonst haben wir da eigentlich, doch, wir haben LO, Kim Player, der sagt, Madeon macht das. Und Alfa Romeo, er sieht einen Alpha-Jungen oben. Machen wir mal, ja, lassen uns mal überraschen. Was sagst du denn? In irgendeiner Liga muss da Punkte für Alfa Romeo eingefahren werden, ne? Wenn es Liga 1 schon nicht schafft, ne? Dann willst du hier was sagen, oder was? Ja, mal gucken. Ja, also hätte vor allen Dingen unser The Beast gestern das Safety Car ausgenutzt und wäre in die Box gefahren, hätte er das Ding gewonnen, meiner Meinung nach. Beast, ach, niemals. Ja, natürlich. Das Beast. Hättest du niemals geschafft. Junge, da hat Haas was dagegen. Ne? Ja, der hat mein Setup genommen und hat hier gezeigt, was er kann. Ja. Ach, jetzt, ja, ist klar. Beides zusammen eine schlechte Kombi. Oh. Dein Setup und dann auch The Beast. Ja, der kann das. Der ist ja aggressiver Fahrer, also warum nicht? Ich kenne ja nur gesundes Eis. Ja, ich weiß. Ich hatte gestern auch, glaube ich, mehr Glück als können. Aber das gehört dazu. Aber Beast, ja. Wir wissen alle, er ist kein schlechter Fahrer und wer zu, der weiß, wie es gemeint ist. Ich hoffe, er hat zu. Genauso, wie ich es gesagt habe. Ach ja, feine Sache. Aber ja, ich bin mal gespannt, wie es bei euch morgen läuft, vor allem wie die Zeiten morgen sind. Ne? Gerade mit dem neuen Spiel, wie anfangs schon gesagt, das ist halt alles neu. Du kannst gar nicht so die Leute mehr einschätzen. Ja. Wenn ich bei mir im Zeitfahren zum Beispiel gucke, ich weiß nicht, ob du das jetzt auch gemacht hast, bestimmt schon, da ist ja teilweise Leute vorne, von denen das gar nicht, also ne, nicht negativ, aber gar nicht erwartet, also dass sie plötzlich so starke Zeiten fahren. Ne? Mhm. Und hast du hinten welche stehen, wo du denkst, war das jetzt eine komplette Runde gefahren? Bist du rückwärts gefahren? Oder, ja, kommt da noch was? Ja, aber das ist typische. Die Karten total neu gemischt, finde ich. Das macht die Spannung. Jetzt sogar den ersten Rennen komplett neu. Oh, Achtung, es geht los. Das ist ja stimmt, so keine Einführungsrunde. Das ist so ätzend hier gemacht. Nee, nicht auf vorgewandt. Los geht's, Madeon. Mist. Okay, Madeon, scheint. Ich habe total die scheiß Kameraperspektive. Trollo ist schon vorbei. Ich bin auf Madeon, zeig mir den letzten. Was ist denn hier los? Los an Lutherberg anscheinend vorbei, wenn ich das richtig, ja, ist richtig. Mhm. Tüdel an Kalle. Oh, so, Madion hat Platz verloren, so. Aber erstmal jetzt hier einstellen, das ist ja eine Katastrophe. So, gucken wir mal. Oh Gott, Leute, tut uns leid, falls ihr uns nicht das ist echt komisch, übernimmt. Ne? Ja, es ging direkt los, muss einfach gesagt werden. Also Troll hat auf jeden Fall die Führung übernommen gegen Madion. Ja, hat sich ja schon gut los. Eine Sekunde abgesetzt, das scheint gut was zu funktionieren, oder? Team intern vorbei an Lutherberg, das wird aber gerade anscheinend korrigiert. Dahinter jeweils immer mal wieder eine Position verloren, eine Position gewonnen. Kalle mit 2 Positionen. Boah. Scuderia 3 gewonnen. Ich gucke auch hinten, Scuderia schon 3 Plätze gewonnen. Da dann gehen wir mal ganz schnell auf die Reifen. Wenig Überraschung hier, da gab es in Liga 2 gestern ein bisschen mehr Überraschung. Kalle ist auf Softs unterwegs, Patix auf den Harten, der Rest alle auf Mediums. Ja, oh, damit, verdammt. Damit. Sag doch einer was. Ich habe kein Fullscreen. Ach, Mensch.
Es tut mir leid. Wir waren zu lange so. Im Studio. Und Los Basel Los wurde gerade gedreht anscheinend. Sah zumindest so aus. Ärgerlich. Wir waren live dabei. So, jetzt noch ein bisschen gucken. Ja, was haben wir denn hier? So, Patex ist vorbei an Los Basel Los jetzt noch. Die Kameraperspektive ist ja unter aller Sau hier. Was sind denn da für Schlenker hier schon drin? Jetzt gibt es schon harte Positionskämpfe da vorne. Gehen mal zum Patex. Ich war gerade mal genau drauf, der hat mir den letzten angezeigt, was ist das denn? Also, wir gucken jetzt mal von vorne. Details, gehen wir auf die Abstände. So, Los war Los durch den Dreher 7 verloren, Tödel leider auch 2 zurückgefallen. Gewinner vorne mit Tsuchukum und Matti, die 3 Plätze gut gemacht haben. Manior kann, ja, schwer an Trollodon bleiben, der macht den Abstand gleich größer. Hinten haben wir Profit, der hat 5 verloren, da habe ich schon auch einen Dreher im Spiel. Habe ich jetzt aber leider auch nicht mitbekommen. Und sonst, wo haben wir es denn Engel gerade? Bei Patex. Da ist mit Ostbass los. Was ist denn da passiert? Jetzt so weit hinten. Da hatte bestimmt einen Dreher oder einen Quersteher gehabt. Der war doch eben noch auf P4. Und jetzt ist auf P10. Ostbass los. Hab ich doch gerade gesagt. Ja, du hast doch, glaube ich, angesprochen sogar. Der hat einen Dreher gehabt. Also der ist zurückgefallen. Ach, ja, das war ja, genau, das war eher eben stimmt. Gerade. Ja, okay. Sorry. Hat er ja nicht gesehen. So, gucken wir vorne. Mario holt wieder langsam ein. Ist jetzt im DRS wieder drin. Aimbevel macht richtig DRS. Druck gegen Benny Akira aktuell. Und Tiddle hinter Tsuchukum. Während die vorderen vier alle so einen Respektabstand haben. Von 1 bis 2 Sekunden. Ist es dahinter sehr eng. Teilweise. Und wir haben jetzt gleich die Runde 3. Das heißt, DRS wird gleich freigeschaltet. Da fällt mir gerade noch auf, heute ist ja ein Mercedes weniger. Da fehlen eh nur 17 Fahrer. Alter. Ja, ja, Mercedes fehlt einer. Was war denn noch? Alpine ist da. Sorry. Ein Haas fehlt, ja. Arktisch Pumpe sitzt auf dem Festival. Und ein. Aston Martin. Ein Haas, ein Aston Martin, ein Mercedes fehlt. Ich glaube, Aim Devil wird gleich den Angriff versuchen zu setzen gegen Benny Akira, der arge Probleme hat mit dem Auto. Traktion. Frommi hat schon gesagt, Benny Akira hat Basis eingestupst. Ja, sah für mich auch so ein bisschen danach aus, aber ich bleibe neutral, während hinten was abging. Tsuchukum auf 8, Matti auf 8, sorry. Und Tüttel und Tsuchukum anscheinend dran vorbeigezogen gerade. So, wow, ist das eng. Ich gucke vorne mal, die Ohr ist ganz knapp nicht im DRS-Fenster. Bleibt so bei 1,1 Sekunden hängen fast die ganze Zeit schon. Hier war aber Matti, der versucht sich hier gleich an Tsuchukum. Oh, Kalle hat Kalle sich vorbei. Wahrscheinlich... Ja, Kalle hat wahrscheinlich einen Fahrfehler gehabt, der nee, war gerade sehr weit außen. Vorbei. Kalle ist gerade an Matti vorbei und jetzt am Tsuchukum vorbei. Der nutzt seine Softs aus. Ich weiß nicht, ob das auch hört, aber Tsuchukum, der dreht seine Drehzahl richtig hoch. Der ist richtig spät am Hochschalten. Das ist vielleicht wieder so ein Fehler im Zuschauermodus. Nee, ich glaube nicht. Hast du manchmal das doch, so. Dass die Motorgeräusche manchmal sehr komisch sind beim Zuschauen. Allein das ist echt eng aktuell. Patex auch auf 11 aktuell schon. Muss was los, ich will auf 10 vorgekämpft. Wäre, glaube ich, kurz auf 12 zurückgefallen, wenn ich mich nicht ganz täusche, ne? Oh, vorne mit Akira. Oh, bin Akira und Aim Devil. An Aim Devil vorbei. Im DRS. Da bist du natürlich hier auf der Strecke großartig aber schnell. Er blinkt jetzt auch schon. Der Benny Akira. Das wird jetzt ein Switchback geben. Ja, und vorbei wieder. Ja, ich denke mal, Aim Devil wird jetzt langsam aber sicher etwas Abstand gewinnen können. Ja, wir bleiben mal Richtung Patex Brainhunter drauf und gucken nochmal trotzdem an die Spitze. Trollo, Sicherheitsabstand 1,8 Sekunden ungefähr.
vor Madeon, der 3,5 Sekunden vor Lutherberg ist und der wiederum auch ungefähr 3,5 Sekunden davor ist, während Brainhunter und Patex gerade eine Berührung hatten. Brainhunter musste weit raus, schade, und hat dadurch die Position an Smarky verloren. Jetzt kommt hier Konter. Muss Smarky auch gleich noch an Patex wieder vorbei. Und autolos überholt Scuderia. Und da hat Patex mit Sicherheit. Und wird aber gekontert. Wird gekontert. Scuderia ist wieder vorbei. So. Alles eine Sekunde. Hier, Brainhunter hat 4 Zehntel. Das ist eng. Was machen Schukum und Kalle? Die machen hier wilde Positionstausche. Während dahinter Matty jetzt sich ransaugt. Ja, und das vorbei geht. Vorbei. Und da gab es eine Kollision, AIM Devil. Da flog was, ne? Ja. Da war, glaube ich, auch ein Ferrari oder ein Alfa Romeo dabei. Ich meine, es sah so aus, als wäre da nicht nur ein Auto gewesen, welches sich da weggedreht hat. Da ist der Flügel aber ganz. Da ist ja auch gerade nichts. Gucken wir mal bei Reinhard. Oh, yes, Mark hier, AIM Devil ganz knapp beieinander hier. Gehen zusammen in die Kurve rein. Eieiei. Oh, das war Track Limits, da wird er Verwarnung bekommen. Müssen wir jetzt mal gucken, auf die, wer in die Box eventuell reinfährt. AIM Devil vorbei, wer fährt da ganz außen? Kalle, der scheint Probleme zu haben. Kalle hat den Flügelschaden. Kalle hat Flügelschaden, genau. Ja, vorne links. Ja, der muss in die Box, das bringt nicht viel. Hier in Frankreich. Wurde den jetzt zugezogen? War das mit seinem Teamkollegen jetzt zusammen? Nein, das geht ja nicht. Ich weiß es nicht. Sorry, ey. Keine Ahnung. Aber wir haben zwei, die in die Box fahren. Tüdel auch, ne? Tüdel holt sich auch einen neuen Flügel. Oder? Ja, tut er. Ja. Und sie fahren jetzt auf die harten Reifen. Hoffentlich auf die harten raus. Weil wir wissen, dass sie halten. Ja, aber sie waren gestern am Ende wirklich platt. Also wirklich. Er hat mir schon, glaube ich, zwei Runden vor Schluss gesagt, dass die Reifen jetzt absolut am Ende sind. Ja, Tüdel hat sich übrigens für Medium entschieden. Ich glaube, Safety Car kam es gestern nicht auch in Runde 6 schon, ne? Irgendwie so, ja. 6, ich glaube, 6 bis 8 oder so, 6 bis 9. Mhm. Also es könnte klappen, man muss aber wirklich am Ende aufpassen. Ich finde das übrigens doof, dass man in der Cockpit-Perspektive jetzt so viel sehen kann als Zuschauer. Ich sehe ja sofort ERS-Stand. Du kannst alles sehen. Kannst du die Telemetrie auch anzeigen lassen? Siehst du es ja? Oh, wir haben die erste Zeitstrafe. 3 Sekunden. Wird auch nicht die letzte 3 Sekunden sein, die wir heute sehen werden. Nee, gestern gab es aber ein paar, aber so viel war es auch nicht, ne? Nö, nur einer meinte in der letzten Runde sich noch eine zu holen. Ja, okay. Aber es ist natürlich auch hier, gerade der erste Sektor ist, finde ich, schwer, ne? Da mit der Linkskurve, ja, nach Schatzin, also links, rechts. Ticken zu früh eingelenkt, eingebremst, hattest du Ticken zu spät, verkackst du die ganze Kurve. Ich glaube, da habe ich mir auch die meisten Verwarnungen geholt. Und auch am Ende dann sogar in den ersten Links gleich sogar die Zeitstrafe gleich. So, aber wo ist es jetzt mal eng? Wo können wir hingucken? Schukum 7, 10. Ich bin hier ein bisschen drauf, weil die sind okay. Eigentlich die am nächsten da drumherum sind. AIM Devil hinter Smarky noch. Vorne Trollo Malion, die setzen sich richtig ab von Lutherberg, schon über 5 Sekunden Vorsprung hat Malion jetzt. Ja, ich glaube, die hoffen nicht, dass es Safety Car hinter Ben Akira. Das ist ein großer Abstand von 7 Runden, wa? Ja, das ist die drei eine Sekunde, davor, ne? Runde. Eine Sekunde, das ist ja, viel. Ja. Und das hat Lutherberg, wenn du jetzt nach ganz vorne gehst, zu Trollo, was der für einen Vorsprung ja, das, vor Benny hat. Ja, was hast du hier? 1, 2, 6 Sekunden. Ungefähr. 6. Nee, mehr. Ach, Quatsch. Von 1 auf 4 sind es so 13, 14, naja. Ach du Scheiße. Das ist viel. Jetzt schon. Oh, was war jetzt? Hier ist gelb. Sektor 1. Da hat sich, glaube ich, Schukum, wer war das? Dann war es Kalle. Kalle war es, glaube ich. Gedreht, ja. Ist aber heile geblieben, wie es aussieht. Ja, also mir sind jetzt nur gedreht. Aber ja, natürlich eine 13 Sekunden Rückstand auf den vorletzten und der hat auch wieder 12 Sekunden Rückstand. Benny Akira wird das jetzt von Matty ein hartes Stück Arbeit. Matty erst an Benny Akira vorbei. Der sieht auch irgendwie langsam aus. Aber es ist anscheinend heile. Benny Akira.
Oh ja, der hat Probleme mit dem Auto. Ja, ich schaue mal gerade auf die Reifentemperaturen. Die sind sehr hoch. Die Reifentemperaturen sind hoch. Das wird sein Problem gerade sein. Ich weiß wo nicht. Wo siehst du das eigentlich? Wie fährt er denn? Er hat 107 und 100. Siehst du auf dem Cockpit? Auf dem Lenkrad kannst du es sehen. Das ist ja mancher Rad. Du siehst so viel auf dem Lenkrad. Das ist schon extrem. So, los, Basolos ist jetzt dahinter und er wird jetzt wahrscheinlich versuchen. Oh, da hat er aber überpaced. Das ist viel Schwung verloren. Das finde ich auch übrigens geil in dem Teil. Du kannst sehr schnell zu viel Geschwindigkeit haben in den Kurven und dann rutschst du nur noch und verlierst so viel Schwung für die Gerade. Wir bleiben auch mal da knapp jetzt hier los, Basolos, direkt hinter Ben Akira. Ja, aber der Exit von Benny Akira ist immer noch sehr gut. Der war. Ja, los war so, hat da, glaube ich, 3/10 gerade verloren durch. Das stimmt. Und Rollo setzt sich langsam aber sicher ab. Irgendwie wird spannend nachher mit dem Boxenstopp und so. Auch gerade die Einfahrt finde ich sehr gefährlich, ne? Du musst da richtig runterbremsen. Was waren das? 60 oder so was? Ne? 60, ja. Und du siehst die Markierung auch schlecht. Also da kannst du, gestern gab es auch eine Zeitstrafe wie im Fall. Ich glaube, Butaj hat die gehabt. Aber da ist auch mal spannend, wie früh bremst man dann runter, ne? Wann bremst du runter, fährst du rein, holst dir 5 Sekunden. Finde ich ja auch etwas schwierig. So, AMM der will. Da ist ein Rad drauf, der Cockpit fährt sich wieder mal. Strafe. Aber der Vordermann hat auch DRS, deswegen. Und alle am Blinken. Alle beide. Smarky und AMM der will. Das wird so nichts. Oh, ganz knapp dahinter. Aber kriegt eine gute Kurve jetzt hier, guten Exit. Ah, gut, er bricht ab. Oder? Zieht er durch? Nein, er bricht ab. Das Show. Smarky mittlerweile 6 Positionen gewonnen. Wir gucken mal kurz darauf. Schuk um 5, Matt Brüchner auch 5, vorne Platz 4 und 5. Beide 5 Plätze gewonnen. Smarky gerade, wie gesagt, von Platz 14 auf 8 schon vorgefahren. Und wen haben wir noch? Autolos hat 4 Plätze gewonnen und Scuderia Schukum auch 4 Plätze gewonnen. Schuk um an Benny Akira vorbei. AMM Delve an Smarky vorbei. Haben wir gerade 2 Berührmanöver gehabt. Ich da der erst im Nachhinein gesehen habe. Auf welchem bist du denn drauf gerade? Jetzt wieder auf AMM Delve. Ah ja. Ich weiß nicht, ob das AMM Delve oder AMM Delve, aber es sind 2 Is, deswegen irritiert mich das. Ich weiß auch nicht, wie man hier 50% der Namen ausspricht, aber mit Sicherheit weiß jeder, wen wir meinen. Ich bin jetzt hier gerade mal Brain Hunter, schon wieder verloren, gerade was enger. Es ist vieles unter einer Sekunde hier, ne, aber... Ja, sehr enges Mittelfeld. Während Matti fast schon 10 Sekunden hinter Lutherberg ist, ne. Also, boah, die 3 da vorne. Ja, 15, 17, über 17 Sekunden, Trollo auf Platz 4. 18 quasi. Hat aber jetzt 3 Sekunden Trollo, oh, Trollo Zeitschaft. Und das könnte ist, interessant das werden wahrscheinlich. Genau. Ja. Ein bisschen Würze ins Spiel bringen. Das stimmt, da wird Mario mit Sicherheit erleichtert sein. Und los, Basolos, sorry, wird gerade überholt gerade AMM Devil. Der und versucht Smarky zu kontern. Ist gerade. Ah, ne. Smarky wollte es ausnutzen. Lassen. Tja, wir haben einen Schub übrigens. Von vorne, ja, vorne, lass Basolos gegen AMM Devil nebeneinander in der Kurve hier. Aber. Das Rennen jetzt hat erstmal los, Boss, los entschieden. Jetzt kommt aber der DS. Der Kampf. Stimmt, oh, was ist denn da vorne? Ist der Mütter jemand überrundet? Wo bist du? Wer fährt denn da? Ach, bin ja Kiras da mittendrin. Ich habe gedacht, der wird überrundet, eventuell, weil der so langsam war plötzlich. Benny Akira ist jetzt der Bock. Ach, guck mal, der jetzt die Fünfergruppe hier, da, ne? Da hätten die zwei jetzt noch dann sogar 7. Oh, da gab es eine kleine Kollision, glaube ich. Ich habe nichts fliegen sehen, aber alle blinken da, ne? DS ist Benny quasi Akira 3 Sekunden. Der Benny Akira hat immer noch Probleme mit seinen Reifen, hundertprozentig. Zu 100, heiß, ne? Ja, die sind überall über 100 Grad. Damit ja, ich hatte gestern auch über 100 Grad leider überall. Oh, hier vorne, ja. Benny Akira wieder. Ne, wer war das eben? Doch, das ist Akira gewesen. Von der Strecke abbekommen. Ich hatte gestern auch irgendwie so 103 bis ja, 103 aufwärts so ein bisschen. Auch heiß gewesen, vielleicht zu viel Reifendruck da noch.
Also wenn Benny Akira mich hört, wenn Benny Akira mich hören sollte oder irgendjemand davon, fahr in die Box, hol dir harte Reifen. Es wird besser. So. Weil so verliert er nur Zeit gerade. Sollte lieber in die Box und da gibt es eine Kollision, weil Smarky die Lücke nutzen wollte, die zu klein war, meiner Meinung nach. Warst du drauf? Ja, ich war drauf. So, Ben Akira und Smarky, die beiden waren es, ne? Ja. Bitte. Und das Sektor 1, Safety Car. Ja, kein Safety Car hier, Geld, meinst du? Ah ja, Mensch, ja, Sektor 1, gelbe Flagge, so. Nur im Sektor 1 ist gerade Safety Car. Also gestern gab es dafür einen Safety Car, weil der gute King King Bassi sich weggedreht hatte und sich ganz leicht an die Bande gesetzt hat und zack kam das Safety Car. Das ist wieder einer abfegen gewesen. Das habe ich nicht gesehen. Das hat gerade gerumpelt. Das Cora war das. Patex, wieder 3 Sekunden noch jemand. Und Sektor 2, da steht wieder jemand. Das ist Profit, glaube ich. Unter Berg 3 Sekunden. Erstmal ohne wirklich Relevanz. Los hier. So, dahinter kommt Desco. Jetzt hat sie ihn vor sich. Oh, dieser wird gerade wild gefahren hier. Ich habe, glaube ich, vorhin zu viel gesagt mit den Zeitstrafen. Ne? Jetzt putzen sie. Warum ist das IM-Devil die ganze Zeit geghostet? Ich glaube, wir haben einen Disconnect. IM-Devil ist geghostet. Komplett. Ja. Das sieht man nach einem Disconnect aus, leider. Schade, hatte ein gutes Rennen bis dahin. Ja. Oh nein, Aim Devil ist beigetreten. Nee. Oh je. Oh, eigentlich verboten. Oh, ich hoffe, es gibt keine Bugs. Bitte. Sektor 3. Sektor 3 ist da hat sich ein McLaren gedreht. Kalle, oh, 22 Sekunden Rückstand auch schon. Das Cora an der Box wird zumindest erwartet. Bei mir steht es da, ist es jetzt zu sehen. Ne, schon wieder raus. Oh, das ist doch ein Spiel, ist das. Bei ihm, der ist wieder raus. Da wird bei mir gerade die ganze Zeit die Boxengasse angezeigt. Und plötzlich schwenkt das Bild, wie sie aus der Box rausfährt. Na gut. So, was haben wir noch? Vorne, Mario hat 3 Sekunden knapp noch gehalten. Ich lasse uns ganz kurz alleine. Muss mal ganz kurz weg. Dauert eine Minute. Mach mal, Nachteil ist nur, ich kann die Bilder nicht umschalten, ne? Ja, ich bin auf Schukum drauf, der ist 3 Zettel hinter mir. Du bist auf Schukum drauf, dann guck ich mal, was Schukum macht. Dann war bei Schukum auch dann. Dann passt das. Folgt Mettbrötchen. Beide auf ihren Vorsprung 5 Sekunden, 5 Plätze gut gemacht. Aber vor den beiden ist erstmal lange Zeit nichts. 14 Sekunden Rückstand schon auf Lutherberg. Der jetzt gerade an die Box kommt, sehe ich. Ich jetzt nicht. Ich sehe es. Holt sich jetzt natürlich. Was haben wir jetzt? Das sehen wir nicht. Da, die Weißen. Bist du da? Hat gehört? Nee. Gut, fährt Lutherberg fällt auf Platz. Na, wird jetzt knapp mit Autoloskandal. Und da gibt es einen Dreher. Seht ihr leider nicht, ich sehe es, weil ich kann umschalten. Auto los und Lutherberg haben sich bei der Ausfahrt der Boxenausfahrt gedreht. Sehr bitter. So, wir gucken vorne in der Zeit Schukum auf Platz 4. Wieder, du bist auf Schukum drauf gewesen, genau. Ich bin hier da. 2 Sekunden. Rechtzeitig ja, zum Wohlmanöver. Hast einen Unfall verpasst, einen kleinen leider, auch im Stream. Okay. Lutherberg war in der Box. Kam wieder raus und direkt daneben war Autoskandal und die beiden haben sich ineinander ein bisschen verkeilt. Haben auf jeden Fall Zeit verloren. Gab einen Querstär, keinen richtigen Dreher. Aber das hat mir sicher Zeit gekostet. Okay, also wir sind gerade in der Boxenlassenphase. Ja, genau. Aber Lutherberg hat einen Vorsprung gehabt, ne? Könnte sein, dass das ihn jetzt rettet, wenn er jetzt dann, wenn die Boxenstops alle durch sind. Schukum aktuell auf Platz 3, Mettbrötchen auf 5. Auf 4 ist Metti. Entschuldigung, Metti 4. Wie Schukum auch. Jetzt geht noch los, Baslos auch. Gucken, wie es jetzt hier das Jungsteam macht. Hier Jungsteam, Trollo und Marion.
Abstand. Oh, gut, Abstand von Trollo auf Mario ist 30 Sekunden. Was hat der für eine Pace da vorne, die beiden? Ey, wir haben bis jetzt keinen Ballern in der Box gehabt. Ich bin enttäuscht. Ist ja erst die Hälfte drin gewesen. Gefühlt. Ja, so ungefähr die Hälfte war jetzt drin. Details, mal über Zeitstrafen einblenden. Ja, bei mir, was haben wir denn so? Strafen. Patek 3 Sekunden. Oh, ich wollte sagen, Patek 6 Sekunden hat er jetzt. Trollo 3 Sekunden. Das wird am Ende nochmal spannend. Oder wenn zum Beispiel ein Safety Car kommt noch. Tüdel greift sich gleich Mark hier an, wie es aussieht, mit dem frischen Reifen. Ah, wo ist Tüdel? Hier ist Tüdel. Da. Das sieht gut aus. Tüdel hat sogar noch DRS, meinen die? Ne, auch nicht mehr. Aber auch Smarky nicht mehr. Tüdel fährt auch ein gutes Rennen. Der könnte wirklich in den Top 5 landen, wenn er so weitermacht. Tüdel? Ja. Mhm. Was hat er für Reifen drauf eigentlich? Ich guck mal eben. Siehst du? Der hat das frische Gelbe, glaube ich. Gelbe. Ah, nein, der hatte doch der die Kollision. Mal, ne? Der musste noch mal. Schade. Da war vorhin schon mal drin, dass ich der sich vielleicht weiß. Ich weiß nicht, welche Runde das war. Hätte sich vielleicht weiße holen müssen. Ja, das war ja Runde 6. Ja, hätte er klappen können. Ich weiß nicht, was er gestartet ist. Hat er weiß drauf gehabt am Anfang? Es war ein Fahrer mit weiß am Anfang. Ich weiß aber nicht, wer das aus dem Kopf war. Dann hätte er sich vielleicht weiß holen können. Dann wäre es jetzt eine gute Ausgangssituation, weil vor ihm noch einige in die Box müssen. Marki fährt jetzt, damit ist er jetzt an ihm wieder vorbei. Benny Akira auch. Benny Akira auch in der Box. Und guck mal, unser Scuderi auf Platz 6. Meine Güte, aber er muss noch in die Box. Und was machen die drei da vorne? Die fahren, also die zwei vor allen Dingen. Die fahren und fahren und fahren. Die fahren einfach weiter. Die fahren nicht in die Box. Ich habe das Gefühl, die nutzen den Vorsprung aus und ziehen den Gelb so weit, wie es geht und holen sich immer in Rot. Das könnte natürlich sein. Ich weiß halt nicht, wie die Reifen aktuell aussehen, aber das Risiko würde ich an den ihrer Stelle bei der Pace, die wir haben, gar nicht eingehen. Ah, 30 Sekunden Vorsprung. Und Madeon sollte eigentlich einen Undercut schon längst versuchen, weil der hat immer noch die Sache mit den 3 Sekunden von Trollo. Das wäre auch eine Möglichkeit, dass er sich hier frischen Weisen holt, dadurch Zeit reinholt, ne? Nachteil ist natürlich, er kommt so vom Feld raus. Ah, nee, Quatsch. Und Madeon bleibt draußen. Nur Vorsprung. Madeon bleibt draußen. Jetzt denkt sich Madeon vielleicht genau das Gegenteil. Lass den Trollo sich. Oh, ah, der hat die Rot. Trollo holt sich rot. Das ist 11 Runden. Schafft er das? 12 Runden quasi. 16 bis 27. Na, stimmt. 16 muss er noch fahren, hat er es angefangen. Genau, 12 Runden auf Rot, das ist machbar. Das Spiel noch nicht gut genug. Das ist machbar, aber es ist hart. So, Martin schreibt, Kalle, der Mann des Abends. Ja, gelaufener Abend für Kalle. So, die meisten sind hinten jetzt schon mal in der Box gewesen, außer IM Devil. Der ist aber, wie gesagt, leider rausgeflogen. Da übernimmt die KI als Ghost. Deswegen nicht wundern. Trollo mit frischen Roten, da bin ich ja gespannt. Patek nochmal 3 Sekunden. Nochmal 3 Sekunden. Jetzt mal bei 9 müsste jetzt sein, ne? Mhm. So, wer muss noch in die Box? Mario muss noch rein. Patek muss noch rein. Scuderia muss noch rein. Der fährt wahrscheinlich so in 6 Runden erst rein. Autolos-Skandal muss noch rein. Und AIM Devil muss noch rein. Also Patek, den muss ich. Also 5 Leute. Nochmal mitteilen, er soll ein bisschen mehr Sekundenkleber nutzen. damit er mehr auf der Strecke bleibt. Na, der hat seine Schwierigkeiten hier offensichtlich, ne? Ja, aber er hat noch viele andere Fahrer hier in Frankreich. Haben viele gesagt, dass sie ungut sind. Boxeneinfahrt. Mario geht jetzt rein. Jetzt wird spannend. Er sollte sich schon. Oh, in 5 Sekunden reingefahren. Ballern. Prost. Prost. Das, glaube ich, kostet ihn auf jeden Fall den Platz zum Sieg. Ja. Zweiter würde wahrscheinlich bleiben. Der Vorsprung war ja riesengroß. Ja, aber wenigstens auf eines Verlass. Danke, Madeon. Ich habe eben noch gemeckert, es kann ballert keiner. Da zeigt er, ich kann auch ballern. Ja, und auch Trollo schon vorbei, der Abstand ist riesengroß jetzt. Da hat die Boxenstrategie leider nicht funktioniert. Aber Lutherberg, es kommt nah dran. Zwar nicht nah genug, aber da merkt man, dass frühere Boxen hat geholfen. Das war eben noch um einiges mehr, meine ich. Trotz der Kollision. Rot drauf haben, ne?
Mariot rot drauf, Ruderberg weiß. Also ja, Mariot müsste deutlich schneller sein. Das wird nicht funktionieren, gehe ich auch von aus. Patek los, Basel, los, mal eben eine Bestzeit gefahren. Was hat los, der für Reifen auf der Gute? Der S hat die auf... Auf weiß. Auf weiß eine Bestzeit, nicht schlecht. Ja. Trollo schon eine Runde draus, mit Roten da kam noch nichts. Also. Ja, Trollo, ich bin enttäuscht. Kommt jetzt bestimmt. Kann man sehen, wie gut der Weiß auch hier funktioniert, ne? Und Matteo nochmal 3 Sekunden. Nochmal 3 Sekunden, jetzt ist er schon bei 8 Sekunden. Jetzt wird es interessant. Jetzt wird es natürlich für Lutherberg interessant, ja. Wobei er hat auch, was hat, wie viele Sekunden hat er denn? Auch 3. Also 5 Sekunden Differenz, die hat er jetzt auch genau als Rückstand. Na, aber Matteo auf Rot, ich schätze mal, ich glaube, der schafft das, wenn er jetzt nicht noch eine Strafe reinfährt. Ich gehe auch davon aus, er muss 5 Sekunden rausfahren, die hat er ja momentan. Naja, der Abstand wird größer auch schon wieder, also ich glaube, der schafft das und wenn er sich noch eine Zeitstrafe reinholt, wobei er hat jetzt wie erstmal 3 ja, Freifahrtscheine, ne? Durch die Vermahnung. Schauen wir mal bei Trollo, der kommt jetzt auf die Startziel, ob er jetzt eine schnellste Runde fährt. Ne, doch, 1.33.484. Gerade mit Ansage hier. So, wie sieht es denn aus mit unserem Scuderia? Der war noch nicht in der Box, ne? Immer noch nicht. Jetzt wird er gerade von Los Basel los eingeholt. Ja, sie sind fährt auch in die Box. Oh, doch. Achso, da war es ein Boxeneinfahrt. Mm. Kann holen. Ich war auch gerade nicht drauf. Heute gerade. Ich verwirrt. Gesehen, ne? Die Boxeneinfahrt verwirrt extrem. Ja, ja. Ich war gestern auch 10. Bin dann während der Safety Car Phase nochmal reingefahren. War zwischendurch kurz 6. Die jetzt verzieht das Ergebnis. Und Autolos fällt auch in die Box. Oh, was hat denn der Scuderia im Sicherheit rot, ne? Ja, rot ja. Geholt. Kommt auf Platz 12. Schauen wir mal bei Los Basel los, der ist hinter Tüttel. Das wird jetzt knapp hier. IM Devil und IM Devil ist immer noch ein Ghost. Und Tüttel hat kein ERS, es könnte ein Angriff werden, ja. Um Platz 4. Das war ein Angriff. Was ist passiert? Ich denke mal, auch der Konter wird da nicht kommen. Das sind schon über eine halbe Sekunde. Mal gucken, ansonsten haben wir momentan nirgendwo einen Kampf. Einen geringen Abstand. Ängste gerade, ne? Ja, genau, da bin ich gerade. Scuderia auf Rot. Platz. Von Platz 17 auf vom letzten auf 12 vorgefahren, finde ich stark. Hat glaube ich auch profitiert von einigen Drehern aus, Ausfällen nicht, aber oh, ich sehe Marion neue Bestzeit. Eine sehr starke Runde, glaube ich, so gewesen. Was ist denn da passiert? Warum ist Matti jetzt an Tüttel vorbei? Warum habe ich das wieder verpasst? Ich war gerade hinten, vielleicht war es ein Fahrfehler. Wahrscheinlich muss, weil es waren überall mehr als eine Sekunde. Ja. Also durchschaltest, fast keiner hat so richtig der ERS. So, warum Tüttel? 35. Hier, Profit, 65%. Dann guck mal bei Tüttel, was der hat. Ja, nicht viel. 11 bei mir, 13. Ja, war alle um ihn rum ja auch nicht viel mehr, ne? Vor und Trollo hat noch 27%. ERS, ja. Ah, ich dachte, das Reifen, okay. Nee, ERS habe ich geschuckt. Da Profit 65 gerade eben noch am meisten und Trollo hat hier, brauchst du ja auch fast nicht, ne? 27, jetzt 29%. Ja, der hat ja immer genutzt, um die schnellste Runde zu fahren, die aber Madeon mittlerweile hat. Und dann machst du halt nicht viel, ne? Vielleicht in der letzten Runde noch mal ein bisschen Knallgas geben. Ja, wenn du es dann brauchst. Also letzte Runde mal alles riskieren, wenn du nicht mehr gewinnen kannst, ne? Nee, ich meine als Führender. Wenn du sowieso Abstand hast, dann kannst du nochmal in der letzten Runde oder der vorletzten Runde mal ein bisschen ERS einfach verbrauchen. Autolus-Skandal, weitere 3 Sekunden. Das also war ein Risiko, ne? Gerade letzte Runde, eventuell dann schon Reifenverschleiß. So, jetzt suche ich ja gerade meinen Ladenüppel von meinem Handy hier. Gott sei Dank, Chaos. Renovierungsarbeiten. Alle 3 Sekunden. So. Ja, für ihn ein gebrauchtes Rennen. Sektor 2, da steht auch, glaube ich, Kalle. Ja. Patex.
hatte sich so nach und nach zurückgekämpft und leider wieder einen Fahrfehler drin gehabt. So, was haben wir denn noch hier? Patex hat 12 Sekunden, leider, der fällt weit zurück, wenn der ins Team fährt. Da könnten sogar noch ein Scuderia von profitieren. Also wir hatten noch, oh, bei einer waren wir noch gar nicht drauf, und zwar unsere Les Cora, die jetzt gerade Aim Devil den Ghost überholt hat. 3,7 Sekunden hinter Profit. Fährt auch so solide mit. Sieger, muss auch für Siegler sagen, fast ein gebrauchter Arm, ne? Abgefallen, gleich am Anfang, gleich zurück. Ich glaube, einen Schaden gehabt oder so, war über 10 Sekunden am Anfang gleich zurückgefallen. Ja, da war leider nicht viel drin, hätte sich wahrscheinlich auch mehr gehofft. Seitdem jetzt nur einmal profitiert, weil Kalle, glaube ich, mehrere Probleme hat und jetzt hat die KI überholt. Also leider für sie nicht so aber spannend. Aber egal, P15 momentan, das wäre zumindest ein Meisterschaftspunkt. Eben. Es stimmt. Deswegen, dann kann es eigentlich auch egal sein. Hauptsache, als 15. Zielpunkt kommen, einen Punkt mitnehmen. Ja. Auch die Zeitstrafe egal, weil die anderen außenrum haben auch alleine. Bei gut, Kalle ist weit zurück und IM Devils KI, der wird auch noch zurückfallen. So, wir haben eine interessante Position gerade bei Scuderia und Profit, Autolos. Und da haben wir eine positionsumkämpfte Platzierung. Oh Gott, ey, ich muss gleich schlafen. Wir haben einen Kampf um Platz 12, so. So, ganz einfach. Controller aber schon wieder leer. Ich glaube, der ist kaputt. Der lädt nicht mehr. Ja, schon wieder raus kurz. So, machen wir es noch spannend. Hier, Benny und Tüttel. Da fährt jemand in die Box. Der Tüttel schon wieder. Ja, den musste ja noch machen, haben wir ja gesagt. Oh, hat sich rote Reifen geholt jetzt. Macht auch Sinn. Hätte vielleicht kommt zwei Runden vorher reingehen können. Hätte er den roten Reifen noch ein bisschen mehr ausnutzen können. Ah, er hat sich den weißen, den weißen anfangs holen sollen. Dann wäre, glaube ich, besser bedient gewesen. Ja, wahrscheinlich. Wie gesagt, 30 Sekunden verlierst du hier ungefähr. Das ist halt eine Menge Holz. Hm. So, wir haben sonst alles... Am engsten ist bei Auto los gerade. Ja, aber auch und das auch ist... Scuderia kommt nach und nach näher an Smarky dran anscheinend. Hm. Und Matti ist auch noch nur 1,2 Sekunden in der Losbase los. Während der Rest da vorne P1, 2, 3. Ja, weil wenn sich keiner dreht, ist das Thema da vorne fast durch. Mm. Autolos kommt aber hier gut ran an Scuderia. Das wird gleich spannend. Statt Sie vielleicht. DRS. Ja, Scuderia gleich noch einen kleinen Fahrfehler gab. Jetzt sind nur noch 0,3 Sekunden. Gleich mit DRS, statt Sie. Die beiden Herren. Ja, die kennen sich, glaube ich, gut, ne? Ja? Wobei, kennen die sich beide? Wobei, nee, ich meine nicht persönlich, sondern auf der Strecke. Achso, ja, das auf jeden Fall. Aber jetzt DRS. Halbe Sekunde muss er aufholen. Scuderia hat kein DRS. Aber ich glaube, dafür ist es kurz. Das wird nächste DRS-Zone, wird das, glaube ich. Ah, wobei. Ja, das war gut, dass er es nicht gemacht hat. Und vor allen Dingen hat Scuderia ein bisschen aus dem Konzept gebracht, durch das kleine Antäuschen. Ja. Mhm. Und dahinter ist übrigens Tüttel, ne? Mit frischen Reifen. Das wird jetzt interessant. Oh ja. Der will jetzt natürlich mit den frischen Reifen dran vorbei. Ah, ich glaube, da muss Scuderia kampflos zuschauen. Der wird das Autolos gleich im nächsten DS vorbeigehen und Tüttel spätestens dann auch an derselben Stelle nächste Runde. Unterschätze deinen Teamkollegen nicht. Warte ab. Ja, hat aber Platz noch gewonnen. Guck mal. Abstand wie über eine Sekunde. Ja, kein DS ja. Und Tüttel greift jetzt an. Ja, den Tüttel wird er nicht festhalten können. Mit den frischen Softs, das wird natürlich nichts. Jetzt ist ja Tüttel, stimmt. Guck mal, so kann man sich täuschen. Aber muss auch Dingens gerade einen Fahrfehler gehabt haben, ein Autoloskandal. Er war halt 0,3 Sekunden hinter und plötzlich über eine Sekunde. Da muss er einen Fehler drin gehabt haben. Und Tüttel holt sich gleich. Guck mal, jetzt ist er neben Scuderia. Da muss er aber noch warten. Was ist denn da jetzt los? Außenrum, Autolos. Oh, er hat versucht, außenrum dran vorbeizukommen, wieder an Tüttel. Das sah auch erstmal gar nicht so verkehrt aus, weil Tüttel irgendwie eine sehr, sehr enge Linie gefahren ist. Sehr eng, ja. Mhm. Viel Zeit verloren. Ungewöhnlich. Sieht man auch auf Niedmals vorne. Hier, 6/10. 4, ja. Jetzt startet sie, mal gucken, ob er was holt.
Na, der Exit war nicht so gut. Der ist an. Aber jetzt kommt natürlich der 3 Sekunden bei 15 jetzt, ne? Das sollte reichen. 2. Oh, ist das aber knapp, aber wird auch gefährlich. Nee, nee, das passt. Aber ich glaube, Dietmar macht mit, der ist ein fairer Fahrer. Der weiß auch, dass er hinter einem frische Softs hat, dass er da nicht sich wehren muss. Der verliert ja nur Zeit ohne Ende. Hm. Und vor allem, wenn er jetzt zu hart kämpft, könnte es sein, dass Autodoskandal das direkt ausnutzen könnte. Und er ist straffrei, Autodoskandal nicht, ne? Das darf man auch nicht vergessen. Ja, sollte man nicht zu hart ins Gericht gehen, ne? Gerade kurz vor, in der 4 oder 5 Runden noch. Wenn er jetzt nochmal mit einem kämpft, dann zeitlich so hinterfällt wieder, macht es keinen Sinn. So, guck mal vorne, überall 2 Sekunden aufwärts Zeiten. Wollen wir es denn mal spannend machen? Komm, Mario hat ein bisschen gewonnen, muss man sagen. Da war von über 6 Sekunden, jetzt hat er nur noch 4,3. Wenn es ihm leider durch die Zeitstrafen nichts bringt. Ja, aber die Box einfach, die wird ihn ärgern. Das hat ihn, das glaube ich, komplett ein kurzes auch vielleicht so ein bisschen Wörtchen. Den Ärger jetzt genommen ranzufahren. Ein kurzes Wörtchen zu den beiden Alfa Romeo Jungs. Also Benny Akira, P9, 3 Sekunden. Direkt hinter seinem Teamkollege Patex mit 15 Sekunden. Also, Patex, Hausaufgabe für dich. Track Limits üben. Ja. Und für beide nehmt nicht mehr das Setup von Mike. Nee, ich glaube nicht, dass die beide ein Setup haben. Also, einer vielleicht, wir hatten darüber gesprochen, aber wir hatten auch das eventuell noch ein bisschen abgeändert. Also, es ist eh nicht original, mein Setup. Ja. Das Setup, was ich im Zeitfahren habe, ist auch nicht mein originales Setup, also. Ja, macht ja Sinn, das bestimmt abzuändern dann, ne? Deswegen sind die Tests dann mal ganz gut, dass man da nochmal testen, sehen kann. Oh, hier ist Arktisch und, Arktisch, Scuderia und Autolos kämpfen. Da war gerade ein Positionswechsel kurz. Deswegen ist das Testen mal ganz gut, ne? Da kann man sein Setup, was man wirklich vielleicht im Zeitfahren für gut empfindet, nochmal testen. Ne? Und dann im Testrennen merkst du mal, wie Käse es manchmal doch noch ist, ne? Mhm. Und da schon wieder an der gleichen Stelle, vor der Gegend, der er ist gerade, verliert Autolos so viel Zeit. Da stand auch gerade einer kurz oben. Ich weiß gerade noch nicht, was war. Was könnte, wo ist er denn? Da. Profit gewesen sein. Ja. Das sah sehr langsam aus in der Einstellung gerade. Aber wenn er nur ein Querstecker kann, ja. So, hier, Tüttel, 0,2 Autolos Sekunden. Autolos setzt jetzt an. Schafft das? Schafft das? Na? Boah. Fährt sehr mittig über den Curb. Also man merkt, beiden, die haben beide Respekt voreinander. Keiner möchte den anderen jetzt in die Karre fahren. Sehr fair. Ich bin aber bei Tüttel und Smarky drauf, auch sehr eng beide. Auch beide, wie du schon bei auch faire Fahrer. Oh ja, Sektor 2. Gibt es einen Dreher? Kalle. Da steht ein McLaren. Kalle hat's gedreht. Das ist Kalle, okay. Mit Matti 3 Sekunden. Oh, das ist bitter für ihn. Wenn er da jetzt noch, wenn Schukum da jetzt noch Zeit reinholt, kriegt er den Platz 5 noch. Aber kurz zurück zu Tüttel und Smarky. Beide nur 13 auseinander. Weiß Marky jetzt noch das DRS von Ben Akira. Und Autolos-Skandal ist jetzt vorbei. Schon wieder. Ist jetzt vorbei. Ja. Ja. Schauen wir mal, ob Scuderia da nochmal kontern kann. Muss er aber eigentlich nicht. Er muss jetzt eigentlich nur gucken, dahinter bleiben zu können. Er hat ja die 3 Sekunden, die Autolos-Skandal noch aufgebrummt bekommt. Mhm. Oh, schauen wir mal, Tüttel und Smarky. Tüttler DRS. Smarky jetzt nicht mehr, ist leer. Und Tüttel vorbei. Ja, das mit dem ERS-Überschuss war das klar. Gerade an der Stelle, da bist du ja so schnell. Mit Windschatten, DRS und ERS. Hat jetzt Benny Problem. Akira vor sich, den bitte auch noch kriegen. Ja, auch wenn er sowieso dran vorbei, schon, ja, ne? Aber er sollte auch so dran vorbeikommen, weil du hast halt dahinter einen, der an die vorbei möchte, eventuell, ne? Deswegen musst du schon gucken, dass du dran vorbeikommst. Frischen Reifen. Aber Tüttel aktuell, ne, kommt so bis auf Platz 8 sogar vor, ne, durch die Zeitstrafen. Ja, Platz 8 ist das Maximum jetzt aktuell. Hatten jetzt gerade beide einen Quersteher. Benny Akira, nochmal 3 Sekunden. Das sichert Tüttel auf jeden Fall Platz vor ihm. Jetzt, wenn jetzt Tüttel nochmal 3 Sekunden reinfahren sollte, oh, guck mal, jetzt sieht schon vorbei. Das ist aber leer. Hat er keinen Sprit mehr? Doch.
bei den Akira sehr langsam aus, hatte wieder einen Quersteher, denke ich mal. Ja. Seine Reifen sind einfach mega zu langsam heiß. Aus auf Stadt Ziel. Ja, der schwimmt. Der schwimmt fast mit seinem Auto gerade. Mhm. Ja. Und Smarky auch. Boah, aber geht nochmal hart rein, komm, bei Akira, der kämpft nochmal richtig um den Platz mit Smarky. Er sollte jetzt einfach gucken, dass er sich jetzt ziehen lassen kann. DS. Jetzt hat er noch DRS, jetzt könnte er sich sogar wieder vorbeisetzen. Die Kamera fährt nicht mit, ich sehe nichts. Er sollte sich jetzt ziehen lassen. Jetzt kein Risiko eingehen. Oh, warum kämpft er denn so? Er hat aufgegeben, okay, das war jetzt, glaube ich, schlau. War jetzt 6 Sekunden, ne? Jetzt in der letzten Runde gegen Smarky da so hart reinzugehen, wird er nicht zu viel machen. Vor allen Dingen hat er halt noch Autolos hinter sich. Außer eigentlich Trollo, ne? Vorne Trollo fährt doch gleich drüber, ne? Oh ja, wir sind in der letzten Runde. Letzte Runde, genau, gucken wir. Ah, haben wir noch eine halbe Runde. Malior war, ich glaube, er macht ein bisschen Sicherheitsrunde jetzt zum Schluss, weil Malior mal auf 2 Sekunden runtergefahren ist die Zeit. Fuhren wir jetzt mal 6. Hat da stark eingeholt. Mitterberg. Auf Platz 3 wieder. Da hat ihm vorhin der Vorsprung echt geholfen. 15 Sekunden Vorsprung auch, ne? Nee. Ich sehe was anderes. Was jetzt? Ich sag's nicht. Guck mal in seine Cockpit-Perspektive von Trollo. Kein Sprit mehr? Das blinkt bei mir. Ich bin im Cockpit nicht drin, ne? Eieiei, ja, das wird wahrscheinlich was reichen. Da oder? Passiert noch was. Schauen wir mal. Jetzt sind es schon fast nur noch eine Sekunde. Wir bleiben da mal einfach jetzt drauf. Das ist es. 0,9. Ja, aber er muss 3. Was er schafft, 5 das Sekunden wird er nicht schaffen. Das wird er nicht schaffen. Aber nee. Er schafft es. 3 Sekunden. Oh, Mario auch nochmal 3 Sekunden. Ja, er wollte natürlich alles geben, mehr, ne? Ja, aber. Ja, aber Trollo ist der Sprit ausgegangen. Er hat die Minus-Sprit. Aber gerade so was hier gefahren. So, herzlichen Glückwunsch. Erste Rennen, erster Sieg, Trollo. Auf Platz 2 ist Mario bis Ziel gefahren. Ja, in Summe dann 8,5 Sekunden doch Rückstand. Weil er gerade nochmal 3 Sekunden reingefahren hat. 5 hätte er sowieso noch fahren müssen. Dann kommt Lutherberg, auch ein solides Rennen. Dann haben wir erstmal lange Zeit nix. Aber auch los Sekunden war so los. Ein solides Rennen. Hatte ja den kleinen Unfall gehabt, wo er sich dann gedreht hat. Und dann solide zurückgekämpft auf P4, ne? Oh, und gegen die Box noch irgendwann neu gefahren vor Stadtziel. So, Matti auf 5. So, Matti auf 5, auch Glückwunsch, 4 Plätze gewonnen. Schukum dahinter auch 4 Plätze gewonnen, auch da Glückwunsch. Brenner da 5 Plätze gewonnen. Bleibt es dabei, ja doch, seid schaffen. Ein Patex, der wird jetzt weit nach hinten gereicht. Ist zwar jetzt übers Ziel, aber da wird Tüttel vorbeikommen. Da wird Smarky vorbeikommen. Und noch einige andere. Auch Tüttel leider 2 Plätze verloren. Smarky 5 Plätze gewonnen. Auf Platz 9 ins Ziel. Herzlichen Glückwunsch. Benny Akira. Dann bleibt jetzt auf Platz 10 hängen. Autolos 11. Patex. Ach ne, Benny Akira. Entschuldigung, auf 10. Autolos auf 11. Patex bleibt jetzt auf Platz 12 hängen durch die Zeitstrafen. Scuderia 4 Plätze gewonnen. Auf Platz 13. Und wir haben hier Profit leider 3 Plätze verloren. Auf Platz 14 ins Ziel. Letzten Punkt. Da nochmal Glückwunsch. Reingeholt von Nescora auf Platz 15. Und jetzt ist das Bild weg. So. Wer war der letzte noch? Da kam übrigens, noch AIM, glaube ich. Hm? Übrigens, Glückwunsch an Patrick F1 Racing, hat genau richtig getippt, die ersten 3. Hast du geguckt schon, ne? Ja. Oh, die erste Barrunde haben wir einen. Patrick. Vom nächsten LO-Treffen, ne? Jetzt muss ich ja mal kurz. Ist auch egal, kann ich was machen, ja. Ich habe gerade Stromprobleme hier. Alle Akkus sind leer, die ich hier habe. So. So, auf dem Treppchen. Oben Trollo Platz 1. Herzlichen Glückwunsch. Ja, 3 verschiedene Teams auch, ne? Ja. Ein Ferrari dabei, die ja die Top-Favoriten hier sind, laut der LO-Wahl. Umfrage. Ein Williams und ein Red Bull. So, der erste hat sich schon im Studio eingefunden. Mario, 2 Platzierter. Herzlich willkommen. Such den Platz. Hallo. Dankeschön. Oh, doch, wenn man die Zusammenfassung mal sieht, einige Zeitstrafen reingefahren heute alle. So. Gehen wir mal schnell durch. Ja, bist du schon, oder?
Ja, ich gucke, ja, ich gehe letztes Mal, die letzten zwei hatte ich nicht übersehen, zur Vollständigkeit halber. Genau, das wird immer noch auf Platz 16, weil ich glaube, ich KIs gefahren, der müsste rausgeflogen sein, ne? IEM Devil ist halt im Disconnect, ja. Ja, genau, und IEM und Kalle hatte, ja, mehr Pech als Glück heute mit Platz 17, dann noch ins Ziel gefahren. Leider weit zurückgefallen, Platz 8 gestartet. Manchmal soll es nicht so sein. Und dann gehen wir mal kurz zurück, die Zeit ist auch hier jetzt schon wieder abgelaufen. Dann alle da, ich glaube Trollo, Marion, Lutherberg müssten euch alle jetzt im Studio angekommen sein, ne? Trollo ist jetzt da. Moin Moin. Moin Moin. Servus. Ja, schön, dass ihr da seid. Ich hoffe, bist du auf ihr fühlt euch wohl im neuen Studio. Im Studio? Ich sehe es gerade nicht. Nee, noch nicht, machen wir jetzt. Ups, das ist, so. Wir blenden erstmal das schöne Auto ein, ne? Vom Rennsieger hier. Wenn ich das jetzt finde. Ich komme mit dem neuen Menü noch nicht zurecht, ne? Showroom, hier haben wir es doch. Lass jetzt Zeit. So, Farbe Sieger ist Red Bull. Ja, dann legen wir doch einfach mal los. Schieß los. P3. Glückwunsch Lutherberg. Ja, solides Rennen. Wir hatten letzte Woche haben wir noch in der Party drüber gesprochen, dass ich dich da vorne sehen werde. Hast du bestätigt und ja, wie war für dich denn dein Rennen? Ja, also ziemlich entspannt. Also ich hatte ja wirklich jetzt nichts großartig zu tun. Einmal bloß nach der Boxenausfahrt hatte ich mit Autolos kurz einen Zusammenrutscher. Aber sonst war es eigentlich ja die ganze Zeit nur hinterherfahren. Die vorne, die beiden haben eine Pace da vorne weggefahren, das war krass. Also ich glaube, die werden auch die Weltmeisterschaft unter sich ausmachen. Ja, also Mathieu hat es dann in der letzten Runde nochmal spannend gemacht, wo er sich nochmal die 3 Sekunden abgeholt hat. Aber war, hat dann leider doch nicht so Platz 2 mehr gereicht, aber sonst war es ein einseitiges Rennen, sage ich jetzt mal, weil hinter mir hatte ich Abstand ohne Ende und nach vorne hinaus auch. Hatte nicht viel Action. Und Glückwunsch an Trollo an Sieg und Mathieu an Platz 2. Lass mal kurz fragen, weil das ist ja, glaube ich, bei der Boxenausfahrt einmal, glaube ich, Schweißperlen auf der Stirn. Weil jetzt, glaube ich, damit Losbase los oder so. Ja, dann eine leichte Kollision, oder? Nee, mit einem Auto los. Achso. Also ich muss mir das nochmal im Replay angucken. Weil ich bin raus, er war, glaube ich, dann noch in und da haben wir uns berührt. Ja, da dachte ich Quersteher, ne? Dann ja, dachte ich, jetzt, dachte ich jetzt ist es vorbei. Ist ja. Hast aber du die Quersteher oder war das dann los, Basis los? Ich hatte einen Quersteher. Autolos. Ah ja. Autolos. Autolos. Ja, ich hatte, also, wir hatten uns da verhakt. Was da genau war, keine Ahnung. Aber. Da hat es auf jeden Fall Glück gehabt. Wäre es reingelaufen gewesen. Der Vorsprung war zwar groß, aber ich glaube, der wäre dann auch weg gewesen. Da habe ich dann mal wirklich 2-3 Runden Gas gegeben und das ganze ERS rausgeballert, dass ich wirklich vorne bleibe. Hat zum Glück am Ende gereicht. Ja, herzlichen Glückwunsch auf jeden Fall zu Platz 3. Danke, danke. Ich mache mal am Platz 2 weiter. Mario, der große Favorit der Umfrage auf Liga 3, auf Meisterkandidat, hast auf jeden Fall heute alles dafür gezeigt, aus dem Qualifying auch, dass du diese Position hier gerecht hast. Heute gleich direkt nach dem Start eher zurückgefahren auf Platz 2, wenn ich mich nicht irre, und dann lange Zeit eigentlich fast vorn die gleiche Zeit gefahren, die Abstände wurden nur ganz langsam größer und ja, dann glaube ich Boxeneinfahrt 5 Sekunden, die haben die glaube ich dann ja fast die Hoffnung auf Platz 1 noch genommen, wenn ich mich da jetzt nicht ganz aus dem weiteren Fenster lehne, aber erzähl mal kurz, wie das Rennen dann jetzt so für dich so gelaufen ist, was soll so dein ja, dein großes Ärgernis, warum hast du nicht den Platz 1 dir holen können? Ja, erstmal Dankeschön, Rennen war anstrengend, es ging schon im Qualifying los, dass ich dachte, was weiß ich, was fährt Trollo da für eine Zeit so? Wie soll ich den knacken? Und dann habe ich halt die Runde irgendwie dann doch hinbekommen. Und beim Start war das einfach nur, es war zu schnell, waren die Ampeln aus. Da habe ich eine Millisekunde zu lang gebraucht, deswegen habe ich dann halt nur Platz 2 gehabt. Aber wie du schon selber sagt, das Rennen war eigentlich so voll in Ordnung. Boxeneinfahrt, der kam der Strich halt leider zu früh. Dann hast du halt deine 5 Sekunden. Sonst hätte ich das ja vielleicht am Ende, war ja nochmal richtig knapp, wo ich da rangekommen bin. Ich glaube, der Sprit war von dir alle, Trollo. Also hat jedenfalls mein Renningenieur gesagt. Aber sonst, ja, lief es eigentlich so ganz gut.
Ja, war für mein solides Rennen. Ich habe dich abgesetzt, alle Beine da vorne, ne? Das war, glaube ich, nach sieben Runden. Was hat man gesagt, Mike? Schon 15 Sekunden oder sowas, ne? Ja, so, oder 10? 8 Runden, 8 Sekunden. Das war ja eine krasse Pace von euch beiden da vorne. Und dann kam hier Lutherberg an und dahinter war lange Zeit erstmal wieder nix. Das war echt von euch drei nach vorne. Starkes Rennen am Anfang, wie ihr euch da abgesetzt habt. Und ja, also, erstmal Respekt. Ja, vor allem werden wir uns auch. Am Anfang, wie wir schon selber sagten, wir sind fast die gleichen Zeiten gefahren. Das ging gar nicht irgendwie so. Der ist nicht so richtig weggekommen. Ich bin dran geblieben bei der schnellsten Rennrunde. Ich habe mein ganzes ERS verballert. Ich so, dann hole ich mir wenigstens den Punkt dann noch, wenn ich schon nicht vorne bin. Aber ja, Glückwunsch dir, Trotto, zum Sieg. Und dir auch, Lutherberg, zu P3. Danke, danke. Ja. Ja, dann gehen wir direkt zum P1, ne? Also erstmal noch Madeon und von mir auch Glückwunsch zu P2, ein super Rennen. Und dann Trollo, Colin. Na? Ja, moin. Lang nicht gesehen hier im Bulli, ne? Ja, Glückwunsch, ist Bulli denn? Ist Studio, Mike. Ja, großes Bulli, großer Bulli. Ja, Glückwunsch zu P1. Was soll man dazu sagen? Also direkter Abstieg von Liga 1 zu 2 zu 3. Meiner Meinung nach aufgrund, dass du einfach irgendwie einfach Traktionsprobleme hattest, sagen wir mal so, ne? Und kaum haben wir ein neues Spiel, wo die Traktion wieder ein bisschen flüssiger läuft, zeigst du wieder, dass du Pace hast und dass du konstant fahren kannst. Ja, erzähl mal was vom Rennen. Wie ist es gelaufen? Ja, also auf jeden Fall schon mal an die beiden Jungs. Glückwunsch an P3 und P2. Im Qualifying. Ich habe dann, wie gesagt, meine eine Zeit da gefahren. Ich dachte mir, ja, mit 30, 1,30, 1 da, ne? Dann mir, passt dann ja so. Und warte dann aber noch ab, weil ich, ne, Madea und ich habe den Hinterkopf gehabt, dass er so hoch gewotet wurde. Ich so, schauen wir mal. Habe dann nochmal die Runde angesetzt, weil ich gesehen habe, scheiße, der Typ ist ja, der war schneller als ich. Bin nochmal rausgefahren. Die Runde hat dann nicht gereicht. Sie war nicht ausreichend. Ja, war ja dann P1, ich so, ja gut, warten wir mal ab. Start, ja, wie Madeon schon gesagt hat, bin ich besser weggekommen einfach, hab dann auch direkt natürlich IRS angeballert, weil ich gemerkt habe, oha, ich komme weg, jetzt gebe ich richtig Gas. Bin dann vorne geblieben, dann war es in der Zeit lang, wie auch Madeon sagte, nichts hat sich so ziemlich verändert irgendwie, also Abstände blieben gleich, langsam wurden sie höher. Muss auch dazu sagen, ich hatte irgendwie echt Probleme mit den Reifen. Also temperaturtechnisch war ich nicht so gut dabei irgendwie. Ja, und dann habe ich mir die 3 Sekunden eingefangen als erstes. Ich so, scheiße, das war jetzt richtig kacke, weil ich ja gemerkt habe, die Abstände sind echt nicht viel, ne? Ja, habe ich schon gebeten und dann sehe ich ja 5 Sekunden nicht so, Alter. Da kamen schon die Tränen so gefühlt, weil ich ja so, oh, Erleichterung erstmal. Ja, an sich war es dann echt alles andere, ja. Hin und her, mal weniger Zeit, mehr Zeit kam er ran. Und dann am Ende, ich gucke auf die letzte Runde, ich sehe, oha, ich bin ja schon bei 0,7 Runden im Minus. Ich so, kacke, was mache ich jetzt? Und dann habe ich halt Spritsparen Plus angesagt. Ich weiß nicht, was ich da alles gedreht und gemacht habe. Dann habe ich schon gesehen, ja, wie er auch merkte, er kam dann plötzlich näher ran. Dann war ich bei 0,2, bin ich auf die Zielgerade und habe nochmal alles IRS rausgeballert und dann hat es auch gereicht tatsächlich. Also, was soll ich sagen? Es war ein Rennen und ich habe noch nie so geschwitzt. Ich muss erstmal duschen gehen. Mein größter Respekt an Mario, da habe ich also null mit gerechnet, dass der Typ so eine Pace raushaut. Kranker Junge, Mann. Ja. Ja, man muss aber sagen, eure Qualifying-Zeiten, die sind ja quasi Liga 2 tauglich auf jeden Fall. Ja, man guckt, ich glaube, gestern habe ich schon zu Mike gesagt, im Q3 war die schnellste Zeit irgendwas unter 1,29 rum und ihr seid ja Ende Q, also ihr habt ja dieselben Zeiten quasi bei Ende eures Qualifyings, ne? Ist es ja auch eine Runde 1,30 fast gewesen. 1,30,1 glaube ich, bist gefahren, ne? 1,30 also fehlt Beine. Nicht mehr. Ja, wir waren 23.000 auseinander. Ja, ja, genau. Also, da fehlt überhaupt nicht viel. Ne? Also wenn ihr jetzt nicht aufsteigt mit den Zeiten, ne? Also ihr habt da schon mal heute ein Statement gesetzt, ihr werdet eurer Favoritenrolle laut Umfrage, wie vorhin schon gesagt, gerecht. Bleibt spannend mit euch zu beobachten im nächsten Rennen. Und wie gesagt, eure Zeiten, die sprechen für sich. Also wenn das so bleibt mit eurer Pace auch im Rennen, das war ja großartig von allen drei heute, dann sieht die Saison da, glaube ich, für euch ganz gut aus.
Na gut, da vorne an die Pace, an die 2, da konnte man echt nicht mithalten. Also die sind ja Runde um Runde fast 1,5 Sekunden schneller gewesen. Aber jede Strecke ist anders und heute war es auch nicht schlecht. Also das trotzdem. So, ja, wir müssen das mal hier, ich mache jetzt mal hier den Spielverderber. quatschen kann man danach noch. Wir machen jetzt hier Schluss. Nächste Woche Budapest, glaube ich, ne? Aus dem Kopf. Ja. Und da wird sich dann nochmal zeigen, wie die Kräfte sich verändern, weil jetzt haben wir nur noch eine Woche Zeit zum Üben und nicht 3-4 Wochen. Also, mal schauen. Macht's gut. Schaltet morgen auch gerne in Liga 1 rein. Selbe Zeit, selber Ort. Haut rein. Ciao. Ciao, ciao. Tschüss. Tschüss. Tschüss.